Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur heutigen Freitagspredigt, zur 31. mit Jakob Gunnacker als Gast. Herzlich willkommen, Jakob. Servus und liebe Grüße an alle Zuschauer. Wie geht's dir? Ja, läuft gut. Wir haben jetzt eine erfolgreiche Tour hinter uns. Ja, war sehr, sehr eine neue Idee, dadurch sehr ungewohnt, aber es ist wirklich erfolgreich verlaufen. Und jetzt sind wir ein bisschen in einer Neukonsolidierungsphase, wo wir ja alles wieder sichten und neu starten. Ja, ist anstrengend, Aktivismus, wenn man unterwegs ist. Ist nicht so wie streamt von zu Hause, nur so sitzen, Kamera anmachen. Nein, überhaupt nicht. Also wir waren wirklich, wir haben in diesem Bus geschlafen. Ja. Also der ist zwar groß, aber wenn man da zu viert, zu fünft schläft, ist trotzdem relativ eng, aber es hat gepasst. Also es war ausreichend für den Zweck und ja, es war wirklich genial, ein geniales Erlebnis, wenn man mal wirklich eine Woche lang nur Aktivismus macht, ohne Pause, von früh bis spät. Also konnte man auch sehen, was für eine Opferbereitschaft die Leute hatten und ja, wie effektiv man eigentlich sein kann innerhalb von so einer Woche. Ja, genau. Ich habe hier so ein paar Videos rausgesucht aus eurem Telegram-Kanal, wo man auch den Bus sieht. Also das ist ja der. Genau, ja. Also ein ziemliches Pferd gewesen, ja. Ja, habt ihr das mit einer Drohne aufgenommen? Das ist ja richtig so wie in so einem Spielfilm. Ja, genau, ja, das wurde mit einer Drohne aufgenommen. Wir haben uns gedacht, wir wollen auch ein bisschen zeigen, ja, wie das aussieht dann. Und das wurde dann im Zuge der Tour auch veröffentlicht. Ja, der Bus war ganz angenehm, ist ein Tourbus, der ja auch eine Küche hat und ja, ein bisschen so als Wohnwagen umgebaut wurde. Und ja, also ideal für unseren Verwendungszweck. Vielleicht kann man den auch bald als Abschiebebus verwenden, oder? Ja, also ein paar Sitze wieder einbauen und geht schon. Also wie mir gesagt, sobald... Auf den Komfort können wir verzichten. Zum Zwecke der Abschiebung verzichten wir auf den Komfort. Da machen wir ganz kleine, ganz so enge Sitze beieinander. Hauptsache möglichst viele Sitze, wo ausreichend Personal... So wie in den Polizeibussen oder so, ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich war noch nie in einem Polizeibus, aber... Bestimmt nicht gemütlich da. Ich auch nicht, aber ich kenne es von Erzählungen. Also es ist wie so ein Gefängnis, so ein fahrendes. Ja, stimmt. Ja, nee, wir schauen uns dann eh nochmal noch ein paar andere Videos auch an, so wo man auch das Innere aus dem Bus sieht. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal zur Freitagspredigt, gehört Burka und Prediger der Woche und dann schauen wir uns mal die dieswöchigen Prediger und Burka der Woche an. Ja, fangen wir an mit dem Prediger der Woche. Kann bei Lieferando arbeiten, natürlich darf man bei Lieferando arbeiten. Homo. Darf man Igel essen? Der Mohammed hat die Ehebrecherin gesteinigt und Jesus hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt. Da ruhig, du Verräter! Ist es haram, sich als Drag Queen zu verkleiden? Also, Frage ist: Ist es haram, sich als Drag Queen zu verkleiden? Top auf was Frage. Tippst du? Was tippst du? Ja, wahrscheinlich schon. Oder? Schauen wir mal, was der Sheikh sagt. Der Prophet hat gesagt, dass diejenigen verflucht sind von den Männern, die den Frauen nachahmen. Ja, und das ist natürlich ein ganz schwerer Fall von Nachahmung der Frauen. Aber andersrum ja auch, wenn man die Frau den Mann nachahmt, oder? Ist genau. Dann auch verflucht? Natürlich. Ja, du hast richtig getippt. Es ist verboten. Ja. Deswegen ist es ja auch so interessant, dass die Linken ständig Islamisierung eigentlich befürworten, während sie ihre eigene Ideologie von diesen Personen oder Gruppen eigentlich komplett abgelehnt wird. Also ein völlig widersprüchliches Szenario, was sich da aufbaut.
Ich frage mich auch, wie das so abläuft. Ich sehe jetzt immer wieder auch diese ganzen Plakate von Pride Month in Wien rumhängen. Und die siehst du halt hauptsächlich in diesen Bobo-Bezirken und viel weniger eigentlich in diesen Migrantenbezirken. Da gibt es diese Plakate einfach nicht. Das heißt, was da passiert, ist auch eine Verdrängung von der ganzen linken Ideologie, ja. Ziemlich widersprüchlich aus ihrer eigenen Perspektive betrachtet, ja. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch solche Sachen zeigen, um einfach den Widerspruch zu zeigen, der Gegner. Denn, wie du sagst, in Sachen Islamisierung und Migration und Überfremdung arbeiten sie zusammen, aber in vielen Sachen unterscheiden sie sich sehr stark. Und da ist es nur in unserem Interesse, da die Widersprüche aufzuzeigen und darauf aufmerksam zu machen. Und man sieht ja auch immer mehr Konflikte in der Richtung. Ja? Also man sieht ja, sie geraten ja immer mehr aneinander. Ob das jetzt islamisch motivierte Anschläge auf Schwulendiskos sind oder der Fall in Dresden, wo ein schwules Pärchen abgestochen wurde von einem muslimischen Asylanten, der das aus islamischer Motivation heraus gemacht hat. Oder andere Sachen. Ja. Und das wird natürlich immer stärker und stärker. Ja. Ich meine, auch diese ganzen... Ihr hattet doch auch so Aktionen, wo Drag Queens in Schulen unterrichten wollten, gell? Da habt ihr auch so Aktionen gemacht. Ja, genau. Also es gibt vor allem in Wien leider eine sehr starke Szene in der Richtung. Man merkt das extrem stark. Es gibt extrem viele Drag Queen Story Hours mittlerweile. Das sind sogenannte Kinderbuchlesungen, wie es verharmlost genannt wird, wo halt Drag Queens kleinen Kindern, also Minderjährigen, oft sogar unter 12-Jährigen, 5 bis 12 oder so sind die dann, irgendwelche Geschichten vorgelesen werden. Ja, und was für Geschichten? Manchmal sind das ja irgendwelche LGBTQ-verharmlosenden Geschichten, manchmal sind es wirklich auch sexualisierende. Das ist natürlich ein massiver Eingriff auch in die Entwicklung des Kindes. Die kann zu einer extremen Verwirrung auch genau in diesem Alter führen, wo sich das Kind halt orientiert, welche geschlechtliche Identität es annehmen soll. Und ist halt meiner Meinung nach auch rein psychologisch betrachtet, ja, ein absoluter Wahnsinn. Selbst wenn es nur um Heterosexualität geht, sind diese Kinder in diesem Alter einfach nicht bereit für dieses Thema. Ja. Hast du dir die Geschichten mal durchgelesen? Ich persönlich habe mir da ein bisschen reingelesen. Es gibt ja auch diese Bücher, das sind oft einfach so Kinderbücher ausgestellt. Die werden ja teilweise auch von der Stadt Wien da irgendwie beworben oder teilweise auch mitfinanziert. Und das sind halt, im Endeffekt wird da die geschlechtliche Identität sozusagen in Frage gestellt, also Mann und Frau. Und dann gibt es da halt verschiedene Bilder auch von verschiedenen anderen Lebensmodellen sozusagen. Es wird da sozusagen werden da Alternativen aufgezeigt. Das ist halt völlig gestört, dass das erstens in so ein Alter gemacht wird und zweitens, dass es überhaupt gemacht wird, weil das dann ja langfristig zu extrem vielen Problemen führt. Leute sich umoperieren lassen als Minderjährige, dann als Erwachsene draufkommen, dass es ein schlechtes Problem ist und nachhaltige Schäden davontragen, körperliche Schäden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja. Und in welchen Kindergärten? In welchen Kindergärten? Wir haben da auch Aktionen gemacht. Hast du jetzt? Jetzt war kurz ein Hänger drin. Was hast du gesagt? Ah, okay. Ich habe gefragt, in welchen Kindergärten haben Sie diese Lesungen gemacht? Also sind die Kinder hauptsächlich da Österreicher oder ist es in Migrantengegenden oder in was für Gegenden? Also es wurde bis jetzt eher so in Büchereien oder irgendwelchen Veranstaltungsräumen gemacht. Zum Beispiel einmal in der Bücherei im 6. Bezirk, in der Stadtbibliothek, also eine Einrichtung der Stadt Wien. Und einmal auch in der Villa Vida, das ist das Schwulenhaus im 6. Bezirk. Und Kinder... Also, das ist ein Schwulenhaus? Ja, genau. Ja. Da haben wir auch eine Demo gemacht, dagegen an dem Tag. Und ja, dort, es gibt dann auch natürlich eine Bewerbung. Also es wird aktiv beworben, auch von der Stadt Wien dann teilweise, auch die Grünen haben es letztens geteilt, ja. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr problematisch ist. Man sieht auch, wie sich diese ganze LGBTQ-Agenda radikalisiert. Letztes Jahr hatten wir bei den Straßenbahnen auf jeder Straßenbahn eine Homo-Fahne und jetzt ist es schon eine Trans-Fahne, die auf jeder Straßenbahn weht. Und man sieht, dass es sozusagen ja einfach keine
keine Grenze gibt laut denen, ja. Dass es wahrscheinlich bald die pädophilen Fahne auf den Straßenbahnen wehen wird und niemand was dagegen sagt. Wahnsinn. Ja, Pädophilie wird ja auch immer weiter ja, entkriminalisiert, wird auch dauernd davon die Grünen etc. reden dauernd davon, dass Pädophilie Liebe zu Kindern, nennen sie es dann, so ein verharmlosende Ausdrücke. Ja, das ist mittlerweile, also das ist nicht zu unterschätzen, wird Pädophilie genauso verharmlost. Und ja, in dieser LGBTQ-Szene ist es wahrscheinlich schon am Rande der Akzeptanz, ja, diese ganze, das Thema Pädophilie. Und wenn das so weitergeht, wenn diese Förderungen so weitergehen von der Stadt Wien, wird das natürlich auch versucht, ganz stark auch in die Mitte der Gesellschaft reintragen. Ja. Das ist natürlich ein großes Problem. Ja. Ja, ich frag mich, weil zum Thema Pädophilie, da frage ich mich, ob denen auch, oder ist denen, ist sicher der Fall, ja, ob ihnen die Überschneidung dann im Islam so bewusst ist, ja, beim Thema Pädophilie, weil das wird ja islamischerseits auch stark verharmlost, ja, mit Mohammed als Vorbild, der eine Minderjährige geheiratet hat. Und da gibt es natürlich auch Aussagen von Gelehrten und allgemein die Erlaubnis, mit minderjährigen Mädchen Sex zu haben. Ja? Ich frage mich, ob das denen bewusst ist, ja? Ob die da Hand in Hand gehen. Ja? Oder ich glaube ehrlich gesagt, das ist diese ganze Bewegung eine reine Degenerationserscheinung ist im Sinne von Werteverfall. Dass es halt in einer früheren Gesellschaft in Europa nicht möglich gewesen wäre, aufgrund der moralischen Wertevorstellungen, die geherrscht haben, die mittlerweile ja, zerpflückt und in Luft aufgelöst wurden. Weder eine christliche Kirche, eine starke, noch gibt es irgendwas anderes, irgendeine andere moralische Instanz, die sozusagen den Menschen irgendwas vorgeben könnte, was gut ist und was schlecht. Stattdessen gibt es jetzt den Schuldkult, der das Ganze sozusagen, dieses ganze Vakuum aufgesaugt hat. Und in diesem Vakuum ist jetzt sozusagen dieser Schuldkult aufgegangen. Man sieht es jetzt auch an diesen ganzen Plakaten vom Pride Month. Überall steht dann ja gegen, es steht dann nicht nur für Vielfalt oder irgendwas, was man halt erwarten würde, sondern es steht dann ja auch gegen jeden Rassismus und Faschismus. Und eigentlich ist das eine antifaschistische Bewegung, kann man eigentlich sagen, eine liberale Bewegung, die halt keine Grenzen kennt, ja, und der Liberalismus, wie man es so schön weiß, kennt auch keine Grenzen, es geht immer weiter, es hat mit Homo-Ehe begonnen, jetzt geht es zur Normalisierung von Pädophilie und man sieht irgendwie kein Ende in Sicht, ja, und meine Frage ist hier, aus welcher Perspektive immer argumentiert wird, ist halt völlig hirnrissig, es wird immer aus der Perspektive der Minderheit sozusagen argumentiert. Ja, Pädophile, die haben ja auch ein Herz, ja, wenn die Kinder lieben, was willst du dagegen machen, ja, das ist halt so, willst du ihnen jetzt verbieten, dass er Kinder liebt, etc. Und so beginnen die jetzt schon, ja, und langfristig, wenn das so weitergeht, wird das natürlich zu einer Normalisierung führen, ja, es gibt auch nicht wirklich Kräfte, die da irgendwie dagegen sind, was ziemlich tragisch ist, meiner Meinung nach könnte die ÖVP da auch viel mehr machen, dass sie auch so diese bürgerlichen, konservativen bisschen auch vertritt, ja, und sie sind einfach sind einfach Schisser, ja, also sie machen da gar nichts, ja. Ja, extrem. Auch die FPÖ könnte deutlich mehr machen in die Richtung. Auf jeden Fall, ja, also die FPÖ, je nach Bundesland unterscheidet sie sich da ja auch, ja, was in Sachen Aktivität. Wir kommen dann nachher noch zu den ganzen Themen. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch Burka der Woche und dann sind wir damit durch und dann kommen wir auf die Österreicher zu sprechen, auf einige eurer Aktionen und die Remigrationstour nach der Burka der Woche. Natürlich rasten wir aus! Allah Akbar! Wenn man Kopf und Tragen würde, würde die Statistik der Vergewaltigung runtergehen. Ja, dieswöchige Burka der Woche geht dann folgende Dame. Oh, Alter.
Also hier kommt sind Kurden, ja, und ein muslimisches Mädchen, welches bislang kein Kopftuch getragen hat, fängt jetzt an, Kopftuch zu tragen und die Eltern reagieren drauf. Ja, was zeigt dieses Video? Dieses Video zeigt, auch der Vater sagt, jetzt bist du zurück zu mir gekehrt, bla bla bla. Das zeigt, wie muslimische Eltern natürlich ihre Kinder in dem Sinne belohnen oder bestrafen, je nachdem, wie islamisch sie sich verhalten. Ja, dass sie dann quasi belohnt werden, wenn sie anfangen, Kopftuch zu tragen, und der Druck, der da auf die Töchter, auf die Mädchen ausgeübt wird, von den Eltern, von den Brüdern, ja, also man sieht ja hier, die Eltern als davor, wer weiß, wie sie sich ihr gegenüber verhalten haben, und jetzt, wo sie Kopftuch trägt, jetzt schließen sie in die Arme, werden emotional und belohnen sie quasi dafür, dass sie jetzt angefangen hat, Kopftuch zu tragen, ja, und das sorgt halt dafür, und das ist eben diese Manipulation, die da auch in muslimischen Familien auch stattfindet. Ja, was ich immer sehr interessant finde, ist einfach, dass die Linken glauben, dass sie mit ihrer extrem schwachen Kultur, also indem sie keine Leitkultur haben, sie haben keinen Stolz, ja, dass sie mit dieser Antikultur im Endeffekt eine muslimische Kultur, die in einem viel früheren Entwicklungsstadium ist, irgendwie ja überzeugen können, ja, Teil dieses liberalen Lebenskonzepts zu werden. Ja. Und das ist für mich immer wieder eine, man sieht es ja auch dann im echten Leben, dass genau solche Bilder dann nach wie vor in Deutschland passieren, weil es einfach keine Leitkultur gibt, in die es sich zu integrieren gilt, ja, weil diese Leute halt in ihrer eigenen Blase leben, ja, und ein Vakuum herrscht im Endeffekt, was dann vom Islam aufgefüllt wird in Deutschland, ja, weil Deutschland keine eigene starke Leitkultur hat, keine Stolz hat und keine positive Erzählung über sich selbst. Und das ist einfach die logische Folge daraus. Deswegen, ich habe jetzt auch gar nichts gegen diese Leute irgendwie persönlich. Was mich eher stört, ist der Zustand, in dem sich unser Volk befindet. Und das ist dann halt die direkte Folge, die natürlich auch mich massiv stört, aber die halt ein reines Symptom ist, ja. Ja, das hängt ja ganz klar zusammen. Das hängt ja ganz klar zusammen. Und das, was ihr macht, ja, jetzt mit die Österreicher, jetzt kommen wir auch eh zum Thema, das ist ja mehr darauf bezogen, das eigene, der Fokus liegt auf dem eigenen, das eigene zu stärken, das eigene zu fördern, die Jugend vor allem zu prägen, ja, sie quasi wieder umzuerziehen, oder dass man sich zurückbesinnt auf die Wurzeln, auf die eigene Tradition, auf die eigene Geschichte, auf die eigene Identität. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, so, weil manchmal kommt ja so ein bisschen auch die Kritik, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt wie ich, der sich hauptsächlich mit Islamisierung beschäftigt, wo dann Rechte sagen, ja, aber das eigentliche Problem liegt ja da dran, die Muslime nutzen nur die Lücke quasi aus. Und ich sag dann immer, das schließt sich ja nicht aus. Man muss beides bekämpfen. Man muss natürlich auch die Angriffe und die Islamisierung, ja, und diese ganzen Sachen von außen bekämpfen und gleichzeitig die Leute zurückführen, ja, und sagen und sie und ihnen, genau, wieder quasi sie sensibilisieren und ihnen wieder Werte, Traditionen geben, für die es sich zu leben und notfalls auch zu sterben lohnt. Ja? Ja. Das ist der Punkt so. Genau, weil im Endeffekt in einer Gesellschaft, wo dieses kulturelles Vakuum nicht existieren würde, ja, in einer stolzen Gesellschaft, die eine klare Identität hat, würde das gar nicht passieren, ja. Aber so eine Gesellschaft würde sich auch vehement gegen eine Islamisierung wehren, ja. Da wären solche Gesetze gegen den politischen Islam etc.
eine absolute Normalität und nichts, worüber man irgendwie diskutieren müsste. Ja. Das heißt, wenn wir sowas fordern, dann machen wir das aus einer Selbstverständlichkeit heraus, und das ist keine extremistische Forderung. Ja. Das ist eine ganz normale Forderung, wenn man seine eigene Kultur erhalten will. Was man ja auch sieht in Ländern, die nicht so einen Schuldkult pflegen, dass es da überhaupt nicht zu einer Überfremdung oder Islamisierung kommt. Ja. Genau, dann eine Frage hier vom homosexuellen Imam. Hallo Erfan, du weißt ja, wo ich momentan bin, deshalb kann ich den Livestream nicht schauen und habe den Superchat vorweggenommen. Ja, eine Anspielung hier auf Flair. Hast du es mitbekommen mit Flair und Twitter und so weiter? Verfolgst du das? Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Sehr witzig. Gibt es jetzt einen Boxkampf oder was? Nein, von mir aus könnte es gerne einen geben, aber er traut sich ja nicht. Ja. Und es ist halt so offensichtlich, wie er sich nicht traut. Und heute hat er auch wieder so geschrieben, er hat mich halt wieder so provoziert. Ich habe ja gestern einen Livestream gemacht, wo ich auf alles eingegangen bin. Und dann heute hat er wieder provoziert auf Twitter, Irfan, mein Fanboy oder sowas. Und dann so, ja, werd erstmal Promi und dann schauen wir mal, ob es einen Boxkampf geben kann und so weiter. Aber weißt du, was heftig ist? Er auf Twitter mit 200.000 Follower und ich bin auf Twitter nie aktiv. Ich habe auf Twitter 3.000, jetzt ist er kurz weg. Ich habe auf Twitter 3.500 Follower und dieser eine Beitrag zum Beispiel bei mir hat über 600 Likes und bei ihm 90 Likes. Obwohl er 200.000 Follower, tu das mal ins Verhältnis setzen, wie viel Follower er hat, und dann erzählt er hier von, ja, Promi und so. Und die Leute checken das. 99% der Kommentare, alle haben das durchschaut, dass er sich nicht traut. Ja, dass er eben erst das Maul aufgerissen hat, provoziert hat, dann ich mich der Sache gestellt habe und er jetzt nicht drauf eingeht und das versucht jetzt zu ignorieren. Jetzt nach ein paar Tagen fällt ihm ein, ja, er ist nicht prominent, deswegen gibt es keinen Kampf. Und an dem Tag aber schreibt er auf Twitter und komm, lass telefonieren und so weiter. Ja, wenn ich so unwichtig bin und natürlich bin ich nicht in Deutschland bekannt wie Flair, ist schon klar. Ja, will ich auch nicht, aber warum hat er dann so einen Stress gemacht so? Aber auf jeden Fall eine geile Aktion so für uns auch. Auch das mit Stolz, ja, stolzer Monat und so. Das ist ja, der Hashtag ist ja, ich weiß nicht, wie lang schon auf Platz 1. Hier schreibt einer, seit 8 Stunden führen wir die Spitze der Twitter-Trends an. Also Stolzmonat führt seit 8 Stunden schon die Twitter-Trends an und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aktion. Top. Ja, finde ich auch sehr gut. Vor allem, man muss auch diesen Pride Month was entgegensetzen. Das war halt ideales Timing eigentlich von dem Ganzen, als hätte er das irgendwie so gewollt. Ja. Und ja. Ja, ich finde, man muss auch diese ganzen Fake-Vorbilder entlarven. So. Weißt du, gerade die Jugend braucht Vorbilder, die wirklich stabil sind, die wirklich sich als Vorbilder eignen, ja, Leute, die sich bewährt haben, Leute, die wirklich zum Land stehen, und irgendwelche deutschen Rapper, die aussehen wie schwarze Rapper aus den USA, sich so anziehen und gleichzeitig aber reden wie Kanaken und dann aber in einem Lied mal auf Deutsch tun und sowas taugt halt nicht als Vorbild, weißt du, ich meine, was willst du mit so einem Vorbild? Das ist einfach nur peinlich. Also ich hoffe, die Jugendlichen durchschauen das auch. Es geht nämlich um ganz andere Probleme, die wir haben in Österreich und Deutschland, in Europa. Und solche Gestalten sind reine Konsumopfer im Endeffekt, die das konsumieren, ja. Die diesen Typen dann irgendwie Achtung schenken, ja. Du sagst es, und Konsum ist das richtige Stichwort, weil als ich mit ihm telefoniert habe, habe ich auch richtig rausgehört, wie er auch mehrmals so gesagt hat, so, hey, warum machst du das eigentlich? Und du siehst ja bei ihm richtig auch, er hat an mehreren Stellen gesagt, ja, die AfD soll zahlen, wenn sie mich zitiert. Du merkst bei ihm, er ist ein reiner Opportunist, den es nur um sich und seine materiellen Interessen geht. Also du merkst so, und das, schau mal, er hat eh schon ausgesorgt. Ich weiß nicht genau, wie viel Vermögen ich habe gelesen. Manche haben gesehen, er ist schon Millionär. Andere, er hat irgendwie, sein Vermögen wird auf 800.000 Euro geschätzt. Keine Ahnung. Vielleicht ist er Multimillionär. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Aber obwohl er finanziell quasi ausgesorgt hat, hat er immer noch so eine Angst,
dass die Mainstream-Medien ihn absägen oder dass er zu viel Druck bekommt oder sowas und dann sein Luxusleben quasi flöten geht oder auch nur ein bisschen sein Lebensstandard irgendwie runtergeht, ja. Obwohl er finanziell ausgesagt hat. Stellt euch mal vor, ein von uns oder allgemein in dieser Situation, was das Materielle betrifft, wie viel Gas man geben könnte, weil man sagen würde, ey, er könnte mir eh nichts, ich habe finanziell, bin ich unabhängig und wie viel Aktivität man da entfalten könnte. Und der scheißt sich immer noch ein, obwohl er eigentlich genug Kohle hat zum Leben so. Ja, du siehst halt, dass in unserer liberalen Gesellschaft genau solche Leute, die eigentlich nur auf sich schauen, die reine Egoisten sind, schau dir die Deutschrap-Szene an, das ist ein Egoisten-Sumpf in meinen Augen, ja. Dass diese Leute gepusht werden, dass die dann ja irgendwie Leute kennenlernen, dann in irgendwelche Netzwerke verfallen und dann irgendwie aus reinen, puren Egoismus eigentlich sich selbst abfeiern. Ja. Und was das eigentlich für ein Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, was früher in, keine Ahnung, wenn man das antike Griechenland schaut, ja, oder ins Mittelalter, was da die Heldenfiguren waren, ja, wer war dort jemand, auf den man hinaufgeschaut hat, und wer ist das heute, ein Flair, eine lächerliche Witzfigur, die irgendwelche peinlichen Videos produziert und irgendwelche Ansage von Jakob, Ansage an Flair von Jakob, jetzt geht's weiter. Ist ja wirklich so, schau diese Leute an, die stehen nicht für Deutschland, die stehen nicht für ihr eigenes Land ein. Das sind reine Konsumproduzenten und das bringt im Endeffekt auch nichts. Es ist nichts, was irgendwen interessieren könnte, was irgendwie geschichtlich bedeutsam ist, was weltbewegend ist. Und es ist ein reiner Sumpf, in dem sich diese Leute da bewegen und es wird auch nie irgendwas Positives verändern, ja. Überleg mal, du hast gut gesagt jetzt, Mittelalter, was waren so mittelalterliche Ideale, diese ritterliche Ideale? Und für was steht ein Ritter? Für einen selbstlosen Krieger, ein Ritter, der den Schwachen und den Unterdrückten in seinem Volk hilft und dafür notfalls sein Leben gibt und so weiter. Weißt du, das sind doch so diese Eigenschaften, ja, Mut, Furchtlosigkeit und so weiter. Ja, und dann kommen solche Leute. Weißt, und wenn du jemand wie Flair und wenn du einen Narzissten als Vorbild hast, dann wirst du selbst zum Narzissten. Und schau dir die Jugend an. Sie sind eine Billigkopie und ein Abbild ihrer Vorbilder. Ja, wenn das Vorbild nur angibt, hier so das klassische Gangster-Rap-Scheiß mit Geld rumwerfen, nackte Frauen tanzen um ihn herum, er voll mit Gold und Schmuck und bla bla bla. Und dann siehst du, die seine Musik hören, wollen genau dasselbe und ahmen das nach und geben dann Geld aus, welches sie gar nicht haben, für irgendeinen Luxusscheiß und so weiter, damit sie so leben können und so tun können. Und genau das ist das Problem, weißt du, die werden halt dann selbst zu solchen Narzissten. Ja, es ist eine massive Abhängigkeit, in die das System einen da treibt, ja, man wird von Anfang an indoktriniert, dass man viel Geld braucht, um alles zu bekommen, ja. Wenn du schöne Frauen willst, brauchst du viel Geld. Wenn du das willst, brauchst du viel Geld. Wenn du das willst, brauchst du viel Geld. Ein völliger Schwachsinn. Im Endeffekt kommen charakterlose Minusmenschen raus, so wie Flair zum Beispiel, die einfach nichts mehr im Hirn haben, die keinen Stolz haben, die nichts haben, für was sie kämpfen, außer sich selbst und ihr eigenes Geld. Ja, und das ist eigentlich ein absoluter Wahnsinn, wie sich hier dieses deutsche Rittertum entwickelt hat, zu einem individualistischen, kleingeistigen Bürgertum, was einfach nur noch für sich selbst und seinen eigenen Vorgarten kämpft. Ja. Genau. Das, was hinter dem Zaun interessiert einen nicht. Wenn es den anderen schlecht geht, interessiert einen das nicht. Hauptsache, einen selbst geht es gut. Und dieser Geist, diese Kleingeistigkeit, die bringt mich einfach zum Kotzen. Ja. Ja, die ist echt zum Kotzen. Und auch da kommt wieder so ein Selbsthass raus und so ein deutscher Selbsthass, weil er sagt ja auch dann in dem Livestream, wo ich gestern noch darauf reagiert habe, sagt er dann so als Rechtfertigung schau dir die Deutschen an, sie zeigen sich selbst gegenseitig an, sie bekämpfen sich untereinander, bla bla bla. Weißt du, dann kommt dann wieder so eine Form, so in der Art, so, es lohnt sich nicht für diese Leute zu kämpfen, so, wer sind die und so, die sind eh gar nichts und sowas. Und er nimmt das nur als faule Ausrede, damit er eben nichts macht und damit er nur auf sich schaut, auf seine Bedürfnisse, seine Interessen und das war's. Ja. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man den Zustand hasst, in dem sich sein eigenes Volk befindet, oder sein eigenes Volk hasst. Und das Zweite sollte man auf keinen Fall machen, selbst wenn ich selbst teilweise irgendwie mir denke, Wahnsinn, was da abgeht und selbst teilweise auch enttäuscht bin von den eigenen Leuten. Deswegen werde ich niemals aufhören, für unser eigenes Volk zu kämpfen
und für die Leute in unserem Volk, die, für die es wert ist, ja, zu kämpfen, ja, die auch noch diesen Geist in sich haben, die eine Familie haben, die Kinder haben, die eine Zukunft wollen für ihre eigenen Kinder. Und aus diesem Grund darf man auch einfach niemals aufgeben und niemals in diese, ja, in diesen kleingeistigen Scheiß verfallen, in den heutzutage auch dieses, ja, alles ist verloren, es ergibt eh keinen Sinn, jeder muss auf sich schauen, das ist ein absoluter Schwachsinn und solche Leute sind dann auch schuld, dass Kriege verloren wurden etc. Ja. Genau, die haben einfach keinen Kampfgeist, so dieser Pessimismus und sobald jetzt die Bedingungen nicht optimal stehen, dann gleich aufgeben und du erwähnst jetzt öfter so Schlachten und so weiter. Wie oft war schon die Situation, dass es aussichtslos aussah und dann man das trotzdem noch umgedreht hat? Und du hast was Gutes jetzt gesagt. Nur das eine ist der Zustand dieses Volks. Und das sage ich immer wieder. Und viele kotzen sich auch so im Internet aus. Ja, aber schau an die Deutschen und schau, wen sie wählen und so weiter. Das weiß ich alles. Und das kotzt auch uns Aktivisten am meisten an. Ja, und wir kriegen ja auch viel ab von den eigenen Leuten und aus dem eigenen Volk. Aber du darfst nie den momentanen Zustand quasi verwechseln mit dem Volk an sich. Und weil erstens, es sind ja nicht alle so. Ja, das auch, was er beschreibt oder das, was, das ist ja nicht, das sind ja nicht, ich sag mal, ist ja jetzt nicht die absolute Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, es gibt einen großen Teil in der Bevölkerung, die absolut nicht so sind und dem man auch nichts anlasten kann und sagen kann, ja, hey, ihr macht nichts. Ja, die wählen die richtige Partei, die machen halt je nach ihren Wissen und Fähigkeiten. Und weißt, ich würde sagen, es ist wie bei einer Familie. Ja? Du hast ein Kind oder du hast eine Frau oder sowas und da läuft auch nicht alles optimal und da gibt es auch Fehlverhalten oder sonst was. Aber du sagst jetzt auch nicht so, ey, ich scheiße auf meine Familie, mein Sohn hört nicht auf mich, also scheiße ich auf ihn, mach, was du willst und du lässt alles fallen und kümmerst dich nicht mehr um deine Familie, sondern du versuchst den Zustand zu verbessern, so logischerweise. Genau, ja. Und ich denke mir auch, allein wenn ich mir diese ganzen Kommentare immer durchlese, es gibt extrem viele Menschen in Europa, in Deutschland, in Österreich, die wirklich die gute Menschen sind, die genau wissen, was die Probleme sind, die genau wissen, was getan werden muss. Und man muss einfach selber dann auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ja, die Veränderung sein, die man sich auch selber wünscht, ja, auch positiv drauf sein, ja, jetzt nicht irgendwie dauernd pessimistisch sein, sondern ganz im Gegenteil, voranzuschreiten und ein Vorbild zu sein für alle anderen, die es einem nachtun. Weil ich glaube, ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass wir immer noch auf der richtigen Seite stehen und dass sehr viele Leute das erkennen und dass der einzige Grund, warum es nicht schon längst umgesetzt ist, der ist, dass wir ein massives Medienkartell haben, was gegen uns steht, was aber nach wie vor immer mehr und mehr bröckelt und vor allem jetzt seit Corona extrem viele Leute ihre Meinung geändert haben und auf unsere Seite gekommen sind. Und ich glaube, dass es langfristig nicht mehr möglich sein wird, dass das aufrechterhalten wird. Das ist ein künstlicher Zustand, der da geschaffen wurde, der das eigene Volk ausbeutet, ja, aber auch andere Völker ausbeutet. Beispiel, ja, wenn du jetzt in die Balkanstaaten schaust, wie viele Menschen da weggesaugt wurden nach Europa, die jetzt wirtschaftlich völlig am Sand sind, ja, durch diese Politik. Man hätte eine viel nachhaltigere Politik machen können, ja, wo man sagt, ja, man nimmt die halt kurzfristig auf, während sie irgendwie im Krieg sind und dann finanziert man ihnen den Neuaufbau, ja, mit. Ja. Das wäre viel sinnvoller gewesen, ja. Man könnte viel sinnvollere Politik auch für die Herkunftsländer machen, im Zuge so einer neurechten Politik. Und das ist das, was mich dann immer so wundert, weil wenn die Linken wirklich dafür wären, dass sie diesen Leuten helfen, dann müssten sie auch Hilfe geben und nicht irgendwie in ihren eigenen Ländern da irgendwie alle herbringen, dann glauben, dass das gut geht. Nein, schau, das geht überhaupt nicht gut. Und natürlich bei Migration aus muslimischen Ländern sind die Probleme vollkommen offensichtlich. Aber auch jetzt bei Migration, jetzt zum Beispiel aus den Balkanländern, zum Beispiel Kroatien, es verlassen oder es haben momentan oder in den letzten Jahren mehr Kroaten das Land verlassen als während des Krieges. Ja. Und da gibt es so viele Probleme, über die auch zu wenig gesprochen wird. Zum Beispiel, weißt du, dass intelligente Leute, die
wirklich gute Dienste ihrem Land leisten können, irgendwie als Kellner in Deutschland oder Österreich arbeiten müssen. Und das sind eigentlich Akademiker, das sind Ingenieure und sowas und finden aber keinen Job bei sich und müssen dann in Deutschland, oder für sie lohnt sich es immer noch in Deutschland zu kellnern und in Österreich, statt in ihrer Heimat zu leben. Ja. Und die Heimat, die ja wunderschön ist landschaftlich, ist dann immer dünner besiedelt und das sind nur noch, weißt du, ich bin ja auch oft dort und so und du fährst da durch und die ganzen Dörfer sind nur noch, ja, viele alte Menschen, die Jungen alle nach Deutschland, nach Österreich, Schweiz am Arbeiten, Geld verdienen und leben halt dort so ein bisschen wie, ja, schon, man muss schon sagen, so ein wurzelloses Leben, ja, so in einem, also ein großes Problem, ja. In einem fremden Land, ein wurzelloses Leben, in einem fremden Land verlassen die Heimat, wo sie aufgewachsen sind, wo sie zur Schule gegangen sind, wo sie geboren sind. Und das, weiß allein schon, was das bedeutet, Heimat, das können viele wissen das gar nicht zu schätzen und können das gar nicht sich wirklich vorstellen, was das bedeutet, wenn du irgendwo geboren bist, dort deine Freunde hast, deine Kindheit verbracht hast, deine Jugend verbracht und das dann verlassen musst, um in irgendeiner deutschen oder österreichischen Großstadt, man muss es sagen, irgendeinen Drecksjob zu machen oder irgendwas anderes, was dich überhaupt nicht ausfüllt, nur eben wegen des Geldes so. Und das ist natürlich auch in ihrem Interesse, so diese Leute, genau diese Entwicklung auch. Genau. Es führt also, diese ganze Migrationsagenda führt im Grunde langfristig zu einer Entwurzelung, nicht nur in den Zielländern, sondern auch in den Herkunftsländern. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir in Polen irgendwelche asiatischen Pflegekräfte haben, die dann aus Asien importiert werden, aus Philippinen meistens. Dann die in der Ukraine haben wir das und dann in Polen ukrainische Pflegekräfte und in Europa polnische Pflegekräfte. Ja, das heißt, die Pflegekräfte, die wandern da sozusagen über den ganzen Kontinent, damit die einen Job kriegen, anstatt dass man da irgendwie wirksame Maßnahmen legt, dass dieser Arbeitstourismus unterbunden wird, dass trotzdem die Leute aber genug haben, Und da gibt es viele Konzepte, die extrem sinnvoll wären, die aber nicht umgesetzt werden. Ja. Es wird aktiv daran gearbeitet, dass eine Entwurzelung stattfindet von Menschen. Ja. Heutzutage, wenn du einen jungen Menschen anschaust, kaum einer von denen hat wirklich eine starke Identität oder irgendeine Vision. Was ist dir wichtig? Wie bist du aufgewachsen? In welchem Kontext lebst du? In welcher Gesellschaft? Ja. Die sind wie wurzellos irgendwo hingeworfen worden vom Schicksal in irgendeine zufällige Stadt und leben da ihr rein zufälliges Leben, kaufen bei zufälligen Konzernen ein und sind einfach ein reiner Darm, wie so ein Darm, wo irgendwie Bruttoinlandsprodukt durchgepumpt wird. Ja. Und mehr stellen diese Personen leider nicht mehr dar. Ja. Es ist traurig, das zu sagen, aber man verkommt zu dem. Also wenn man keine Kultur mehr hat, wenn man nichts mehr hat, für das man steht, für das man kämpft, dann wird man auch selbst irgendwann völlig identitätslos und leer und ist ein reiner Konsumsklave. Und es gibt ja auch ganz viele Statistiken, die das beweisen, dass man dadurch unglücklich wird, wenn man keine kulturelle Bindung hat, und dass man dadurch dann auch mehr konsumiert. Also es ist auch im Interesse dieser ganzen Konsumgesellschaft und langfristig auch einer ganz anderen Weltordnung, die auch das Ziel natürlich hat, wurzellose, identitätslose Menschen zu haben, weil die sind leichter zu kontrollieren. Ja. Völlig richtig, wurzellos. Glaub mir, es gibt echt gute Leute, sagen wir jetzt Balkan als Beispiel, weil ich die Situation am besten kenne, gute, ich sag mal, heimatliebende, konservative Menschen, die nach Deutschland gegangen sind und die in Deutschland kaputt gemacht wurden, die in Deutschland zu Junkies wurden, zu Prostituierten, zu allem Möglichen. Es gibt wirklich da viele traurige Schicksale, ja, das waren einfache Leute vom Land, die gut und schön in ihrer Heimat gelebt haben, dann kommen sie in diesen Großstadtdschungel nach Deutschland, ja, in diesen Multikulti-Wahnsinn, wo alles voll ist mit Drogen und schlechten Sachen und Versuchungen und allem Möglichen und brechen ein und entwickeln sich komplett negativ so und gehen da einfach verloren, so, das ist auch eine Sache so und was mir auch auffällt, zum Beispiel in Kroatien als Beispiel jetzt, die Leute von hier, die jungen Leute gehen nach Deutschland, Österreich, um zu arbeiten, weil sie arbeiten müssen und
in diesen Balkanländern siehst du dann diese deutschen Konzerne, so, die dann alles wieder vereinheitlichen. Du siehst Lidl, Spar, weißt, und dann siehst du wieder dasselbe System, so wie, also die deutschen Konzerne werden dann dort aktiv und verkaufen dort ihre ganzen Produkte und die Leute von dort kommen nach Deutschland und sind billige Arbeitskräfte und alles sieht so gleich aus. Weißt, ich sag mal so, die einheimische Bäckerei, der Supermarkt muss zumachen, wird verdrängt von Lidl, Spar, Aldi und von anderen Konzernen, wo das Geld dann wieder zu diesen Konzernen fließt. Weißt du, ich meine, das ist auch eine Ja. Problematik, weil die machen dann auch wieder die Wirtschaft im Ausland, zum Beispiel jetzt auf dem Balkan, machen sie damit halt auch kaputt, so. Ja, es ist auch extrem heuchlerisch, wenn man sich anschaut, die linke Seite, die auch immer so kommunistische Ideen verfolgt, ja, eigentlich das ganze Migrationsagenda einer internationalen Globalisierung und ja, Kapitalisierung, ja, die den Menschen auch völlig entwurzelt und zu einem reinen Konsumobjekt macht. Und aus dieser Sicht kann das ja gar nicht positiv sein. Auch aus dieser Perspektive von irgendwelchen Kommunisten muss das ja schlecht sein, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. So, Schauen wir uns mal auch nicht. ein paar Videos oder Ausschnitte. Ah, es sind einige, oder machen wir ein paar Superchats, die reingekommen sind. Kreuzritter, vielen Dank. Hallo Irfan und Jakob, wann geht denn endlich die Brennpunkt-Tour weiter? Ja, wir haben uns davor unterhalten. Wir werden uns da zu dritt nochmal zusammensetzen und werden das dann nochmal, ja, werden das planen müssen, wann und wo es dann weitergeht. Die Remigrationstour von euch kam halt dazwischen und hat quasi die Kräfte gebündelt, weil das war jetzt auch nicht, wir werden jetzt auch darauf später kommen, das war ja ein sehr, ich sag mal, aufwendiges Projekt auch Ja, mit der komplett. Remigration, Ja. wo ihr schon jetzt überall wart und wie lange und nonstop auf Achse und so weiter und ich war ja, oder das mit der Brennpunktur war ja quasi so ein gemeinsames Projekt von uns und bin in der Hinsicht, wie soll ich sagen, ja, abhängig von auch von euren Kapazitäten und kann jetzt nicht einfach so auf eigene Faust alleine weitermachen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt warten wir, bis die Remigrationstour fertig wird und dann planen wir dann, dass die Brennpunkte und auch die Streifzüge weitergehen. Ich hatte ja mit Ja. Martin den Streifzug, war auch sehr erfolgreich, sehr, sehr positive Re Ganz richtig Resonanz. gut, ja. Ja, viele haben das echt gefeiert, das war echt top. Und dann, da liegt dann der Schwerpunkt, dass wir Brennpunkttour weiterführen und die Streifzüge dann noch weitermachen. Ja, ich werde auch mal motiviert, also wenn du möchtest. Ja, Ich fand machen es wir ganz gern. witzig, wie du zu welchen Szenen auch gekommen ist mit Martin. Und ich glaube, ja, mittlerweile bin ich auch relativ bekannt, also auch von den Linken, bei den Linken zumindest, ja. Das heißt, selbst da wird es auch zu witzigen Situationen kommen. Ich erlebe es ja auch im privaten Leben, wenn ich einfach nur einkaufen gehe oder so, dass ich ständig irgendwie gefilmt werde oder irgendwelche Leute mir nachschreien, ja. Auch positive Kontakte natürlich, aber ja, das ist natürlich auch eine ideale Voraussetzung dann für solche Streifzüge, Übrigens, unsere Steckbriefe hängen immer noch da am ja. Kolumbusplatz, hast du ja gesehen von uns drei. Ja, eh gut, also wenn sie merken, dass es uns egal ist, dass sie da hängen, dann demoralisiert sie das, Wir ja. aufpassen vor den Kopfgeldjägern, ja, nicht, dass uns die Kopfgeldjäger erwischen. Ich habe ja auch schon mal, also über mich haben sie auch schon mal solche Plakate angefertigt, ja, mit meinem Wohnort, wo ich trainieren gehe, Ah, ich kann mich erinnern, etc., ich kann mich etc. erinnern. Ja, und die haben Das das überall dort. selbst aus der FPÖ haben sich da eingeschalten, gell, und das thematisiert die Ja, Problematik. genau. Die haben das auch bei meinem Training, wo ich trainieren gehe, haben sie es aufgehängt und so, haben halt gedacht, dass dadurch die mich rauswerfen oder ich weiß nicht, was der Sinn davon war, ja. Vor allem für eine völlig peinliche Aktion im Endeffekt. Ich fand es witzig, dadurch haben mich einige neue Leute angeschrieben, also alte Leute, die ich schon lange nicht mehr, wo ich die Nummer gar nicht mehr hatte, ja. Also die dann wieder mir geschrieben haben und so. Ganz witzig eigentlich gewesen, ja. Also es gab da auch keine Probleme deswegen. Ja, nee, ich freue mich schon. Es wird auf jeden Fall wieder weitergehen und kann es kaum abwarten. Dann Sabine Huber. Vielen, vielen Dank, Sabine. Lieber Irfan, diesen Flair kannte ich gar nicht. Dich schon. Also, wer ist jetzt prominent? PS, Eben. ich bin der Rottweiler auf TikTok. Nanntest mich bester Mann. Grins. Gruß aus Ungarn. Ah, okay, Sabine, du steckst hinter Rottweiler auf TikTok. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, genau. Ah, ja, genau. Das war in diesen Matches gegen Tesla Hahn. Ja, vielen Dank für die Unterstützung auch auf TikTok. Du bist auf TikTok nicht aktiv, oder? Noch nicht, aber wir werden jetzt auch, wir wurden ja während der Tour extrem bekannt auf TikTok mit unseren Reels. Da haben wir ein Reel gehabt, das hat irgendwie über 1 Million oder 1/2 Million Aufrufe gehabt. Leider jetzt irgendein Shadowban. Das heißt, wenn ihr schauen wollt, was wir so verbreiten auf TikTok, einfach die Österreicher eingeben, aber ihr werdet unsere Videos wahrscheinlich nicht in diesen, wie auch immer man das nennt, sehen, wo man da durchswiped, weil wir geshadowbanned sind, ja. Also müssen wir schauen, wie wir das irgendwie umgehen können. Ja. Hä, was ist das gerade? Ich sehe gerade so ein Video wie ein Favoriten. Erdogan-Eskalation, Massenzuwanderung. Ein Spaziergang durch einen Bezirk, der sich abgeschafft hat. Aus Herbert Kickels Was? Instagram. Was sagst du? Ich sehe gerade einen Link in der Gruppe, der geschickt wurde. Ah, schau mal, die haben das gut gemacht. Ja, die haben das gut. FPÖ-TV, vor 2 Stunden hat FPÖ-TV ein Video veröffentlicht. Erdogan und Eskalation. Erdogan-Eskalation, Massenzuwanderung, ein Spaziergang durch einen Bezirk, der sich abgeschafft hat. Also so wie Streifzug, wie unser Ah, Streifzug. top, top. Richtig gut. Ja, mit Hannes Amesbauer, auch sehr, sehr guter Mann, der Hannes Amesbauer, der sitzt ja boah, lass mich nicht, Gemeinderat. nee, nicht Gemeinderat, höher, was gibt's höher, Landtag und dann wie heißt das österreichische, wie Bundestag in Deutschland? Du meinst Parlament? Also ich bin jetzt Im kein Parlament, genau. Gebietskörperschafts Ja. Kenner, ja. Ah, sehr So gut, ein sehr einfacher gut, sehr gut. Aktivist. Ja. Also Ja, ich bin ich jetzt schick nicht mal in den der Politik Link. drinnen. Ja, schick mal den Link hier, FPÖ TV unterstützen. Ja, also sie haben das so quasi von uns aufgegriffen, so mit dem Streifzug und die Moderatorin von FPÖ TV, die ist auch sehr gut, macht sehr gute Arbeit, spaziert hier mit den Hannes Amesbauer durch Favoriten und zeigen die Zustände und so. Richtig gut, richtig gut. Da siehst du mal, wie Ja, wichtig genauso die sollte man Arbeit. das auch machen im Endeffekt. Genau. Ja, wir haben in Wien Eine genau die Konkurrenz. Zustände. Super, Ja. meinst Ja. Wir haben vor allem auch genau diese Zustände, vor denen wir waren, gibt es ja bereits. Das heißt, wir reden da nicht über irgendwelche Gespenster, über irgendwelche Zukunftstheorien, die dann irgendwann eventuell vielleicht eintreffen. Nein, diese Zustände gibt es bereits und man muss einfach nur die Ja. Augen aufmachen. Und nicht umsonst ist es so, wenn du am Land bist, dass jeder, sogar unpolitische Leute, sagen, ja, in Wien, da möchte ich nicht am Abend auf die Straße gehen, ja, oder in Wien, ja, da traue ich mich nicht alleine raus als Frau, ja. Das ist mittlerweile ein Grundtonus, ja, und du siehst das auch am Land, immer mehr Österreich-Fahnen bei den Einfamilienhäusern stehen und es entsteht ein extremes Gefälle, ja, zwischen diesen urbanisierten, linksextremen Hochburgen in den Städten und der patriotischen Landbevölkerung. Ja. Genau, Schau mal, wie das und das ist weitergeht. ja super. Ich hab's jetzt geschickt. Ich hab's jetzt in der Gruppe geschickt. Ja, like das Video von FPÖ TV. Genau, das ist ja, weißt, wir sind quasi in der Hinsicht die Avantgarde gehen vor, machen neue Sachen, ja, fallen vielleicht auch mal auf die Schnauze hier und da, gehen die Risiken ein und die Mut Politik zur folgt. Blamage, ja. Genau, und die Politik folgt und das ist eine super Sache. Also mich freut das ja. Das ist ja genau das Ziel, dass die Politiker auch da auf die Straße gehen, sich nicht zurückhalten oder sich zu vornehm sind. Das ist ja immer so die Kritik auch an rechte Ja. Politiker, die dann ja auch in so einer Blase leben und dann so zwar im Parlament gegeneinander reden und dann abends gehen die mit den Linken schön essen und trinken Wein und das Die beste schwarze Essen und Kamele, ja, mit den ÖVPlern. genau. Obwohl, manchmal war ich auch selbst in schwarze Kamel, muss ich zugeben, aber jetzt nicht groß essen, sondern was weiß ich, Kaffee trinken oder sowas. Ist ja nicht schlechtes Kaffee. Ja. Aber einfach so dieses Teil davon sein wollen, so Teil dieser Schickeria, dieser Elite sein wollen und so weiter, das kritisieren ja viele rechte Aktivisten zu Recht auch bei Ihnen. Und deswegen ist das eine super Sache, dass die das dann auch machen. Da siehst du ja auch. Ja, unseren Einfluss und Ja. dass wir da gut vorangehen. Es Christian hilft, es hilft. Steifen. Ja.
Ja, sagt euch. Es hilft auch extrem diesen einzelnen Politikern, weil es einfach die Glaubwürdigkeit erhöht, ja, wenn man selber aktiver ist als die anderen Kollegen, ja, nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch ein bisschen in Richtung Aktivismus geht als Politiker, dann ist das natürlich etwas, was die Leute anspricht. Ja. Man sticht dadurch extrem aus der Masse heraus und die Partei könnte auch viel mehr Werbung in diese Richtung machen, um auch Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, ja, echt super. Nee, echt gut, freut mich. Ja, Christian Stein, Zitat Flair aus ein paar Songs. Also Zitate von Flair aus seinen Liedern. Ich zitiere: Doch bist blond wie ein Opfer. Song Cordon Sport Massenmord. Jahre später im Song Deutscher Bad Boy. Zitat: Ich bin deutsch und drauf stolz. Zitat Ende. Dieses Fake-Stolz Deutscher wurde ihm als Image sozusagen gebastelt. Völlig richtig. Das kann gut sein, dass es nicht mal Flair seine eigene Idee war. So irgendein Manager im Hintergrund so, wir haben ja fast keine deutschen Rapper, Flair ist Deutscher, komm, versuchen wir da mehr zu verkaufen, indem wir die Zielgruppe der Deutschen und so ein bisschen auf Stolz tun. Und weil, schau mal, in einem Lied, wie gesagt, Lied heißt Cordon Sport Massenmord, rappt er: Doch bist blond wie ein Opfer. Und dann später: Ich bin deutsch und drauf stolz. Also, ja, das, Jakob beweist, man kann blond sein und ist eben kein Opfer, ja, nur wenn man blond ist. Ja, du merkst halt, dass dieser Typ einfach keine klare Linie hat, dass er da wahrscheinlich alles machen würde, um irgendwie bekannt zu werden. Das ist eine verkaufte Seele, Mann. Das ist eine verlorene Seele, die eine Prostituierte ist, Flair. Ich sag sogar öffentlich, Flair, du bist wie eine Prostituierte. Du verkaufst dich. Ja, du verkaufst dich und hast deine Seele verkauft. Ja, und wenn du ein Mann bist, dann mach den Boxkampf endlich und sei nicht so ein Schisser. Ja, dann stabiler Österreicher, vielen Dank. Grüße Irfan, ich war in Wien bei der Kundgebung mit ein paar Freunden dabei. Leider haben ein paar Wellenstein-Muslime und Antifas alle Teilnehmer, das ganze Publikum abgefilmt und sie Schiss bekommen haben vor Repressalien. Macht trotzdem weiter. Ja, habe ich gar nicht mitbekommen, dass die so auch die Teilnehmer gefilmt haben. Hast du es mitbekommen? Ja, ich meine, es gab da ein paar so Leute, die da Kameras hatten, aber ich glaube jetzt nicht, dass die da irgendwas veröffentlichen oder so davon. Ja. Okay. Dann Christian Steifen, Teil 2. Flair war nur ein Image-Deutscher bei Agro. Also bei Agro Berlin, wurde jedem ein Image gebastelt damals. Ich kenne die Szene sehr gut und Flair wäre lieber ein Ausländer als ein Deutscher. Ihm hat es nur gut Geld gebracht, dass er so tut, als wäre er stolz. Flair Räter, Ausrufezeichen. Ja, also man merkt, der Christian hat echt Ahnung. Genau das, weißt du, bei Agro, so ein Rapper kriegt von seinem Manager oder von irgendeiner PR-Agentur oder keine Ahnung, was für Gestalten das im Hintergrund machen, wahrscheinlich wie dieser eine da, dieser offen bekennende Kommunist Steiger. Ja, wie heißt der? Steiger, ich habe seinen Namen vergessen vorher. Steiger, der bekommt die so ein Image gebastelt, ja, und damals wurde es jetzt ja auch so und Flair hat halt das Image hier harter, stolzer Deutscher und sowas bekommen, um halt mehr Kohle zu machen und mehr Musik zu verkaufen. Markus Steiger. Das erinnert mich einfach an diese gesamte Gesellschaft, also alle diese Images, die da irgendwie aufgebaut werden. Ja. Das ist eine reine Hülle, eine reine Fassade, dahinter ist nichts. Ja. Das wird nur noch verwendet, also diese Wortfloskeln werden einfach nur noch verwendet und in den Raum geworfen und diejenige Person weiß nicht einmal, was dahinter steht, hat überhaupt keine Ideologie oder irgendeine Stringenz, die sich da irgendwie durchzieht. Ja. Aber genau deswegen wollte ich ihn entlarven. Also auf hart getan hat und sein Maul aufgerissen hat, komm, machen wir. Weil ich bin nicht ein Entwurf eines Beraters oder sonst wen. Ja, ich habe auch gar keinen Berater, haben wir ja gar nicht alle. Sondern wir sind so, wie wir sind. Ja, und kein Fake oder die im Internet irgendwie auf hart tun. Und gerade, ich sag mal, gerade beim Aktivismus auf der Straße, spätestens da ist es vorbei mit Show und Geschauspieler. Im Internet kann jeder den Harten markieren, gebe ich zu. Im Internet kann jeder den Harten markieren. Aber dann auf der Straße, dann zeigt sich, ob du wirklich so hart bist und so weiter. Ja, und ich glaube, ich bin mir sicher, dass Flair noch nie
Probleme hatte wie wir. Ja? Ich meine, mir wurde zum Beispiel mein Auto angezündet etc. Ja. Ja? Wir sind da viel größeren Herausforderungen gestellt als irgend so ein Rapper, der da irgendwie seine Berater hat und sein ganzes Team im Endeffekt, was denen alles sagt, was er machen soll. Ja? Vor allem bei so Rappern ist ja, wie man heute so sagt, so jeder hat einen Rücken. Ja? Also blecht dann irgendeine kriminelle Familie oder Gruppe oder sonst wen, die ihn dann schützen. Also er muss dann nur einen Anruf machen und es kommen Kriminelle aus dieser Familie oder Gruppe. Ja, die einen, was weiß ich, gehen zu Rockern, Hells Angels und was weiß ich was. Die anderen gehen zu kriminellen arabischen Clans oder kurdischen oder sonst wen. Blechen dort und haben so einen Schutz. Wir haben nicht so einen Schutz. Wir haben keinen, wo wir anrufen können und dann kommt die Gruppe oder sonst was, sondern jeder muss selbst sein Mann stehen. Natürlich hat man Freunde, Kameraden und so weiter, die natürlich, wo es Zusammenhalt gibt, die auch kommen, wenn man anruft, aber das basiert nicht auf materiellem Interesse, sondern das basiert auf Idealismus und auf andere, auf einer anderen Ebene, wo eine Verbundenheit da ist und nicht auf der finanziellen. Und deswegen ist die letztendlich viel, viel stärker. Ja? Die Leute, die du bezahlst, die schützen dich nur, solange du zahlst, mein Freund. Sobald du nicht mehr zahlst, dann scheißen die auf dich. Ja? Aber bei uns, der Zusammenhalt und so weiter, der basiert auf ganz anderen Sachen, nicht auf finanziellen Interesse oder sonst was. Ja, dann Markus Müller, vielen Dank. Hallo, du alter Kanisterkopf. Ich habe vorgestern meine Arbeit verloren, weil ich mich gerade gemacht habe, aber scheiß drauf. Bitte macht weiter. Ihr spricht mir aus der Seele. Schöne Grüße an Jakob. Ja, das tut mir leid, danke. Markus. Einerseits tut es mir leid, aber andererseits, wenn du den Job verloren hast, wenn du dich gerade gemacht hast, dann war der Job nicht das Richtige. So, weißt, dann scheiß auf den Job. Ja, dich gerade zu machen, stabil zu bleiben, an seine Sachen, quasi an seine Werte festzuhalten und sich nicht zu verkaufen, ist viel mehr wert als irgendein Job. Weißt, den Job, den findest du einen besseren Job, bekommst einen besseren Job. Ja, du hast ja da auch viel Erfahrungen gemacht, so in diesem, was das betrifft, oder Jakob? Angst vor der Zukunft, viel. Jobverlust und so weiter, da kannst du ja viel erzählen drüber. Ja, nein, im Endeffekt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel wertvoller ist, sich selber treu zu bleiben, seinen eigenen Idealen, und dass man dann dadurch auch einen ganz anderen Weg beschreitet, als wenn man sich immer nur vom einen bis zum nächsten Job sozusagen hangelt und sich immer versucht, irgendwie anzubiedern und so. Irgendwann wirst du wohl landen, wo du so akzeptiert wirst, wie du bist, und das ist das Wichtigste, weil wir verbiegen uns nicht, wir haben eine ganz klare Ideologie und wir wissen, was richtig ist und was falsch, und diese Leute da draußen, diese Kaschballen, die können uns da gar nichts sagen. Ja, genau. Und wir hatten uns ja auch mal drüber unterhalten, weil wir gesagt haben, jeder hat so in seinem Leben so diese Situation, wo einem so gedroht wird, so hey, wenn du jetzt an dem Punkt weitermachst und volle Kanne weitergehst, dann, zum Beispiel jetzt bei mir war es, ich war ja so mehr in Mainstream-Medien verankert, so hey, du bist da nicht mehr Berater, du wirst da nicht mehr eingeladen, du verlierst das, kriegst keine Vorträge, du wirst da nicht mehr gefördert, und alles Finanzielle fällt dann quasi weg. Und bei dir gab es ja auch, hatten wir uns unterhalten, so eine ähnliche Situation. Und dann hast du die Wahl, verkaufe ich meine Seele und aus Angst vor der Zukunft oder vor verschiedene Ängste, was das eigene Materielle betrifft, was Sicherheit betrifft, oder stehe ich dazu und mache weiter und hoffe drauf, dass sich dafür andere gute Sachen ergeben werden. Und wir haben beide gesagt, so, das war letztendlich überhaupt kein Verlust, dass sich andere Sachen ergeben haben, die man heute guten Gewissens machen kann, wo man etwas macht, wo man voll dahinter steht, wo man nachts gut schlafen kann, wo auch ein Mehrwert hat für die Gesellschaft, für die Leute, für die eigenen Ziele, Ideale und so weiter. Und man jetzt drüber lachen muss, mit was einem damals gedroht wurde. So, weißt? Na, ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also was ich alles erlebt habe in diesen 5, 6 Jahren Aktivismus jetzt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich bin
ungemein persönlich daran gewachsen. Es gibt ja Leute, die geben tausende Euros aus für irgendwelche Selbsthilfekurse, Coachings etc. Ja. Ich kann euch sagen, das ist besser als jedes Coaching, als jeder Selbsthilfekurs oder was auch immer da in dieser modernen liberalen Gesellschaft da verkauft wird sozusagen. Ich habe extrem viel gelernt, ja, und ich könnte auch mit diesem ganzen Wissen mich jederzeit selbstständig machen, könnte irgendein Projekt anreißen und das auch erfolgreich, weil ich das Wissen dazu erlangt habe, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich nicht ein weiteres Zahnrad in diesem Wirtschaftssystem sein will, sondern weil ich wirklich idealistisch was verändern möchte, weil ich was Positives für die eigenen Leute machen will und ich der Ansicht bin und auch den Glauben habe, ja, dass wenn ich was Gutes machen in diese Richtung, dass ich auch immer wieder was Gutes zurückbekommen werde. Das ist einfach ein Grundprinzip und jeder, der idealistisch ist, der positiv ist, der die Möglichkeiten auch sieht und nicht negativ drauf ist und sich damit diesen ganzen Möglichkeiten verschließt, der wird auch so erfolgreich sein. Völlig richtig, ja. Dann Alexander Jud, vielen Dank. Ganz liebe Grüße an Jakob. Echt stabiler Typ. Wirklich klare Aussagen eines Patrioten. Danke für deine Arbeit. Küss deine Augen, Brudi. Danke. Dann nochmal Alexander. Streifzug muss weitergehen. Alle sollten Streifzug machen. In Frankfurt spielen wir immer Deutsche zählen. In Frankfurt spielen wir immer Deutsche zählen, während wir durch die Stadt fahren. Das ist ein geiles Spiel, hey. Deutsche zählen. Mach ich auch ab und zu, ja. Das kann ich gar nicht. Das ist ziemlich. Ja, aber in Frankfurt gibt es nicht viel zum Zählen. Da brauchst du nicht viel zählen. Da reicht es, wenn du bis 10 zählen kannst in Frankfurt. Da brauchst 10 Finger. Mehr bist du den ganzen Tag durch Frankfurt spazieren und kannst sie an zwei Händen abzählen. Ja, schauen wir uns mal so, ich habe ein paar interessante Videos so aus eurem Telegram-Kanal, die Österreicher runtergeladen. Schauen wir uns die mal an, um so einen besseren Eindruck zu bekommen, was ihr so macht. Ja, so ein paar Reden hier. Ich glaube, das ist jetzt von Martin. Um eure Ziele und Arbeit etwas besser zu verstehen. Wir kämpfen gegen eine globale biopolitische Diktatur, gegen eine globale Virus- und Gesundheitspolitik, eine globale Klimapolitik und Energiepolitik und vor allem gegen eine globale Bevölkerungspolitik in Form des Bevölkerungsaustauschs. Wir kämpfen für eine Welt der Vielfalt, der Freiheit und der Völker. Der Bevölkerungsaustausch ist das Problem, die Remigration ist die Antwort. Und wir sind die Lösung. Ja, das war eine Rede am Heldenplatz, ich glaube während einer Demo von Martin Rutter. Mhm. Und ja, also im Grunde bringt das das sehr auf den Punkt. Wir stehen für eine Vielfalt der Völker, also eine pluralistische Welt, keine vereinheitlichte, globalisierte Welt. Und man sieht es ja auch schon allein an diesen ganzen McDonald's, die überall sind. Ja, es ist wirklich wie ein Virus. Die Welt wird völlig gleichgeschaltet und genau dieser Wahnsinn muss ein Ende haben, wenn wir wollen, dass die Welt eine freie Gesellschaft bleibt. Natürlich kannst du durch multikulturelle Gesellschaften extreme Spannungen erzeugen, bürgerkriegsähnliche Zustände erzeugen, ja, weil es einfach unnatürlich ist. Du kannst einen Löwen mit einem Tiger in ein Gehege sperren und dich dann darüber aufregen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen und dass sie ja auch so böse sind, aber in echt ist es einfach ein Zustand, der nicht natürlich ist, der nicht so sein soll. Ja, und aus diesem Grund wäre es auch viel sinnvoller, hier einfach die Naturprinzipien zu achten, was ja nicht passiert heutzutage. Und dann würden wir eine viel bessere Welt haben, die natürlich auch viel schwieriger zu kontrollieren wäre und wo es auch viel schwieriger zu rechtfertigen wäre, einen repressiven Überwachungsstaat zu etablieren, was ja auch jetzt immer mehr der Fall ist, ja, dadurch, dass so eine Gesellschaft halt auch nicht anders unter Kontrolle gehalten werden kann. Ja. Genauso wie heute gab es damals ein Zeitfenster in der Geschichte, in dem die Zukunft von Millionen Europäern in wenigen Jahren geschrieben wurde. Der große Unterschied ist jedoch, dass man damals genau wusste, was gut für uns ist,
und was schlecht, wer Freund ist und wer Feind. Diese Lage stellt sich heute ganz anders dar. Jahrzehnte der Propaganda haben unsere Sinne geschwächt und uns in den entscheidenden Existenzfragen getäuscht. Kein Kaiser hätte auch nur daran gedacht, Millionen an Fremden mit hohen Geburtenraten im eigenen Land anzusiedeln, ohne dass das schwerwiegende Folgen für die angestammte Bevölkerung hat. Doch die blinde Hypermoral der modernen Gesellschaft hat jedes Maß und Ziel verloren. Man will gut sein, opfert dafür aber die Zukunft unserer Kinder, macht unsere Frauen zu Freiwilligen und zerstört all das, was unsere Vorfahren mit Blut und Schweiß aufgebaut und bitter erkämpft haben. Hammer. Richtig gut. Gute Rede und super gemacht mit dem Clip und die Parallele zu eben zu 1683, Wiener Türkenbelagerung, Schlacht am Kahlenberg, als die Moslems da richtig auseinandergenommen wurden von den Europäern und vertrieben wurden und Prinz Eugen sie über den ganzen Balkan gejagt hat, ja, zurück nach Anatolien fast, um sie da zu vertreiben. Ja, richtig gut gemacht. Hammer. Ja, im Endeffekt ist es auch wichtig, ja, dass man dieses Geschichtsbewusstsein weiterhin hat, was mich auch extrem stört heutzutage, wenn du junge Leute fragst, die haben einfach komplett keine Ahnung, ja, was in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden etc. ja, passiert ist, was unsere Kultur ist oder was sie ausmacht. Ja. Sie haben keine Ahnung, wenn du sagst, nenn mir zehn Gründe, was ist gut an deutscher, europäischer Kultur, ja. Sie haben keine Ahnung. Ja. Überleg mal jetzt in Österreich. Geh jetzt durch Österreich und frag die Jugendlichen, kennst du Raf Camora? Ja, Raf Camora haben wir so der bekannteste Rapper in Österreich. Alle werden sagen, ja, ja. Kennst du Prinz Eugen von Savoyen zum Beispiel? Wer ist Prinz Eugen? Keine Ahnung, so, weiß ich mein. Und genau das ist das. Wie kann so eine seelenlose Gestalt wie Raf Camora, der auch seine Seele verkauft hat, wie fast alle Rapper, wie kann so ein Seelenloser wie Raf Camora bekannter sein als jetzt ein Prinz Eugen und so weiter in der Jugend? Und genau das ist das Problem so. Und vergleich mal bitte, Junge, allein der Vergleich ist schon eine Katastrophe und eine Blamage und eine Schande. Vergleich diese das darf Gestalt. Man eigentlich nicht mal. Es ist wirklich so, ja. Die Vorbilder sind, was haben die gemacht, Mann? Nichts haben die gemacht. Ja. Gar nichts geleistet, sich null bewährt. Keine Männer, null Männlichkeit, keine Heldentaten. Nichts haben sie gemacht. Und Vorbilder. Und dann vergleich, und dann schau dir mal an, jetzt jemand wie Prinz Eugen oder sowas, ey, der als junger Mann ganze Armeen angeführt hat und die Osmanen in was weiß ich, in welcher Vielzahl zerschlagen hat, zurückgejagt hat, ganze Länder erobert hat, Schlachten gewonnen hat. Und dann, weiß ich mal, und die kennt keiner. Das sind Vorbilder, das sind richtige Männer. Das ist ein absoluter Wahnsinn. So. Es ist völlig gestört, wenn du überlegst, dieser Mann hat die Geschichte Europas komplett verändert. Also wir würden alle nicht hier sein in der Form, wenn er nicht gewesen wäre. Und diese Person ist einfach heutzutage völlig unbekannt. Daran erkennst du, also völlig unbekannt nicht, aber wenn du Jugendliche fragst, ja, viel zu wenig kennen den. Und das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn du dir überlegst, was für Ideale hat so eine Gesellschaft, die irgendeinen bedeutungslosen Rapper besser kennt als Helden, die ihnen eigentlich den Weg bereitet haben, die dafür gesorgt haben, dass sie heute in dieser Zeit überhaupt existieren. Die haben überhaupt keine Ahnung, woher sie kommen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was die Grundlagen sind für das, was sie da überhaupt leben. Ja. Sie, ganz im Gegenteil, sie zerstören diese Grundlagen auch noch mit liberaler Politik, mit liberalen Gedankengut, was einfach nur ein reiner Degenerationsprozess ist. Es gibt ja diesen Spruch, ja, du kannst eine liberale Gesellschaft nur auf einem Fundament von mehreren Jahrzehnten nicht liberaler Gesellschaften aufbauen, ja? Weil eine liberale Gesellschaft nicht in der Lage ist, das zu erzeugen, worauf sie beruht, ja, oder worauf sie baut sozusagen. Ja? Ja. Und das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn man sich das genauer überlegt. Ja, auf jeden Fall. Und ja, diese Leute müssen wir halt wieder quasi darauf hinweisen,
dass wir heute, ja, oder dass die Deutschen und Österreicher dank solcher Leute heute überhaupt Deutsche und Österreicher und Christen oder allgemein einfach nicht Moslems sind. Und wenn dieser Mann nicht wäre, oder müssen sie ja nicht auf einen Mann reduzieren, aber diese allgemein, die Helden damals, dann gäbe es die Deutschen und Österreicher in der Form gar nicht, und dann wäre eh alles schon quasi verloren, so, ja. Das so Traurige will. Ist, dass diese Leute dann drauf sagen, ja und, dann wären wir halt jetzt irgendwelche Moslems, ja. Das sind so diese typischen Antworten, ja, was ich überhaupt nicht begreifen kann, ja. Das heißt, diese Aussage alleine zeugt ja schon davon, dass man null Stolz hat, dass man keine Ahnung hat, woher man kommt, wer man ist, dass man überhaupt keinen Stolz und keine positiven Ansichten in Bezug auf seine eigene Kultur hat, ja. Das regt mich massiv auf immer, ja. Auf jeden Fall. Schau, wenn man das verloren hat, dann ist eh alles verloren. So, weißt du, ich meine, wenn man da kein Bewusstsein mehr hat oder sonst was, dann pff, über was soll man da noch reden? Du merkst dann, es auch, das Beste, um das zu prüfen, das wollte ich jetzt noch kurz sagen, das könnt ihr mal bei euren Freunden oder Bekannten testen. Fragt sie einfach mal so, sagen wir 10 Gründe, was an Deutschland gut ist oder an Österreich oder an Europa, ja, was auch immer. Und dann sag, wenn dir nichts einfällt, sag ja, sagen wir 10 Gründe, was daran schlecht ist. Ja. Und es ist einfach so, wenn denen mehr negative Gründe als positive einfallen, dann liegen sie einfach in einem Schuldkult. Ja. Dann haben sie einen negativen Bezug zu ihrer eigenen Kultur und zu ihrer eigenen Identität und können gar keine positive Ausstrahlung auf zukünftige Generationen haben, ja, die dann diesen Geist ja, weitertragen können. Genau, einer kommentiert auch interessant, hab mal auf dem TV eine Doku über Arminius gesehen. Soweit okay, aber am Ende sagt der Sprecher, dass Arminius alles andere war als ein Held. Das ist die nächste Stufe, dass man nicht nur über die Leute nicht mehr redet, sondern wenn man über die Leute redet, dass man sie schlecht redet und sagt, so, ja, die waren so und bla 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 und dann, es gab aber auch Schattenseiten und die dann, diese Leute dann so quasi schlecht redet, damit sie nicht mehr, extrem differenziert, ja, damit sie nicht mehr als Vorbildfunktion quasi sich eignen. Ja. So. Also der Wahnsinn ist, es gibt ja extrem viele Beispiele, die man da nennen könnte, von Vorbildern in der Geschichte. Es fängt ganz früh an bis in die jüngere Neuzeit. Und das Tragische daran ist, dass diese Personen völlig vergessen werden, dass sie extrem viel geleistet haben und dass in der heutigen Zeit das alles nichts mehr zählt. Und ich fühle mich auch manchmal wie in so einem schlechten Film, wenn ich dann irgendwie durch die Straßen gehe, ja, und ich diese ganzen Konsummenschen sehe, ja, die da irgendwie säckeweise Konsumgüter rumschleppen, ja, und mir denen in die Augen schauen, mir denke, ja, dass sie völlig vergessen haben, woher sie sind, wer sie sind und was sie eigentlich ausmacht. Und das ist extrem traurig eigentlich und ein Zustand, der langfristig immer, immer zu Katastrophen führt für ein Volk. Welcher Österreicher war eigentlich so auf dich so prägend oder welchen Österreicher so hast du als Vorbild oder ja oder besinnst du dich gern zurück oder hast die Biografie gelesen oder hat er einfach so einen Einfluss auf dich, so einen prägenden Einfluss? Ja, es gibt da mehrere. Also ich würde da jetzt gar nicht so eine Person irgendwie so konkretisieren. Worum es mir immer mehr ging, also ich habe mir dann einige angesehen, also es ist nicht nur Österreich, allgemein Europäer. Ja. Und was mich immer wieder extrem begeistert hat, war, dass sich ein gewisser Faden durch alle diese Charaktere gezogen hat. Ja. Und dieser Faden war einfach eine extreme Opferbereitschaft gegenüber ihrem eigenen Volk. Eine völlige, ja, einfach auch, sie wollten nichts haben dafür, sie wollten nichts zurückhaben dafür. Sie haben das aus reinen Idealismus gemacht, von Schlageta bis Prinz Eugen etc. Da gibt es extrem viele Beispiele, ja. Und dieser Charaktertypus, ja, den gibt es immer noch in jungen Menschen, der ist immer noch in vielen jungen Menschen verborgen, ja. Und das Problem ist, dass dieses System diesen Charaktertypus im Grunde und in eine krankhafte Art und Weise ableitet. Also ich kann es kurz mal erklären. Ein Beispiel, diese ganzen Bodybuilder, ja, die sich dann auf Instagram posieren und dann sich selber fotografieren, ja, die stark sein wollen, die männlich sein wollen. Ja. Was ist Stärke? Was ist Männlichkeit gewesen, immer schon in der Geschichte? Sein eigenes Volk zu verteidigen, für sein eigenes Volk, wenn nötig, zu sterben, ja, keine Angst vorm Tod zu haben
und seine Familie zu verteidigen. Das ist Männlichkeit. Heutzutage bietet das System einfach Schleimfalten, in die so Scheinidentitäten, die man sich kaufen kann im Endeffekt, ja, durch eine reine Fassade, ja, durch irgendwelche Bilder auf Instagram, um dann irgendwie sich zu fühlen, als wäre man männlich, sich zu fühlen, als wäre man stark etc., während man zuschaut, wie die eigenen Frauen auf der Straße vergewaltigt werden, während man null Geschichtsbewusstsein hat, während man keine Ahnung hat, wer man eigentlich ist und woher man eigentlich kommt. Und das ist für mich ein Zustand, der extrem gefährlich ist, weil diese Grundenergie, die sie da in sich tragen, dieses Bedürfnis nach Kampf, nach Männlichkeit, nach Kampfsportler zum Beispiel, ja, ist ja nichts Schlechtes. Es wird einfach nur auf eine Art und Weise ausgelebt, die dem Volk nicht dient. Ja, und das ist eine für was? Frage. Genau, für was? Für was? Mich haben auch eine Zeit lang, muss ich ehrlich sagen, auch diese so Hooligans aufgeregt, so rechte Hooligans und so weiter. Ich dachte, was für Hooligans, Mann? Ihr seid bereit, jetzt einen Fan von Austria auf die Fresse zu hauen, aber bei Kundgebung, wo es dann um Österreich geht und so weiter, da seid ihr auf einmal nicht da. So, weißt du, bist bereit, jemanden körperlichen Schaden zuzufügen, weil er für einen, vielleicht sogar dein Landsmann oder höchstwahrscheinlich dein Landsmann, ein anderer Österreicher. Wieso willst du ihn schlagen, weil er Fan von irgendeinem anderen Dings ist? Nur um der Gewalt willen. So, was ist das für eine dumpfe Logik? So, weiß ich mein, auch jetzt zum Beispiel auch sowas, wenn ich ein Flair an sowas anbiete oder sowas. Es geht überhaupt nicht um der Gewalt willen, sondern es geht auch gar nicht um den Kampf an sich, sondern es geht darum, etwas damit aufzuzeigen. Darum geht es. Und so sehe ich auch alles: Training, Kampfsport und diese ganzen Sachen. Das ist an sich nichts Wichtiges, unbedeutend, sondern es kommt darauf an, wie du das ausnutzt so und gerade in welchem Kontext du das sozusagen auslebst, ja, weil wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, Beispiel, wenn du jetzt irgendein Soldat bist, der wirklich kämpft gegen einen Feind, der das Volk ausrotten will, dann ist das natürlich was komplett anderes, wie wenn du da irgendwie so ein liberaler Kampfsportler bist, der da irgendwie internationale Bewerbe kämpft und den nur um seinen eigenen. Und das ist was mich auch stört. Diese Leute sind dann wieder die Vorbilder, ja. Und heutzutage gibt es eigentlich keine Vorbilder mehr, die ja im Sinne des Volkes, im Sinne der eigenen Gemeinschaft wirklich kämpfen. Ich würde sagen, es gibt doch welche, aber die sind halt eher politisch zu verorten, ja. Viele sagen, Herbert Kickl ist so ein Vorbild, es sehen auch sehr viele in ihm so ein Vorbild, ja. Das sind Leute, die auch bereit sind, Pfeile sozusagen, ja, Dinge zu ertragen, ja, alle möglichen Torturen, ja, trotzdem weiterzumachen und wirklich bereit sind, vieles zu opfern, um die Wahrheit zu sagen. Das sind für mich Helden. Ja, und was Kickl, finde ich, auch sehr gut repräsentiert, ist dieses Selbstlose. Ja, ich meine, es gab ja auch andere, sagen es so, ist es ja nicht, ja, die gern Teil der Schickeria sein wollen, die auch diesen Luxus gebraucht haben und genossen haben. Und Kickl ist so einer, wenn der entspannen will, der geht bergsteigen. Ja, du siehst ihm an, er ist nicht interessiert an Geld, Luxus, Party, das interessiert denn alles nicht. Ja, ihn interessiert sein Volk, das Land, die Partei und dementsprechend, dass man die Zustände da bessert und den kompletten Untergang abwehrt. Darum geht's den Mann. Und du merkst, der ist null korrupt, null bestechlich, den kannst nicht mit irgendwelchen Sachen ködern oder sonst irgendwas. Und deswegen finde ich, ist Kickl nicht nur in Österreich, sondern auch für Deutschland. Ja? Ein Kickl fehlt in der AfD. Ich sehe keinen Kickl in der AfD. Ja? Und so ein Kickl, so ein souveräner rechter Politiker fehlt in Deutschland und daher ist Kickl für mich auch im gesamten deutschsprachigen Raum die absolute Nummer eins, was Politiker betrifft und das mit Abstand auch die Nummer eins. Ja, das ist wichtig angesprochen, diese Selbstlosigkeit, ja, auch diese Unabhängigkeit, ja, nicht irgendwie bestechlich zu sein, das ist eine Charaktereigenschaft, ja, entweder man ist ein asketischer Typ, der wirklich, ja, einfach nicht abhängig ist, lernen, Konsumfallen und was man halt alles so bekommt. Das ist eigentlich wie so ein System, was dich wirklich in eine Abhängigkeit treibt. Ja? Du kannst alles kaufen, du kannst alles haben, aber es ist alles ein reiner Schein, wo du wirklich nicht glücklich wirst davon, sondern ein reines Ablenkungsmanöver, was dich von den wahren Dingen ablenkt. Ja? Und Menschen, die da das erkannt haben und da nicht
sind natürlich dem System immer ein großer Dorn im Auge. Ja. Sie nicht bestechlich ja. sind und nicht beeinflussbar. Ja. Ja, viele schreiben jetzt Höcke. Ja, natürlich, Höcke ist auch ein sehr guter Politiker in Deutschland. Nur man kann es schwer vergleichen, weil Höcke nicht die Position innerhalb der AfD hat wie Kickl. Kickl führt die Partei und Höcke kann man nicht behaupten, dass er die Partei führt. Ist natürlich enorm wichtig, auch in Deutschland. Aber ich meine jetzt so von der Position ist das jetzt schwer zu vergleichen. Dann Stefan, vielen, vielen Dank, Stefan. Liebe Patrioten, Islam ist die größte vorstellbare Diktatur. Wo sie herrscht, herrscht Rückstand und Elend. Man kann das überall sehen, wo der Islam herrscht. Markus Müller, vielen Dank. Es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern, wenn man die Geschichte kennt. Die Trennung haben die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg bzw. die Einigung. Ja, ich weiß nicht, Jakob, du als Österreicher, das Thema ist schon schwierig. Das habe ich auch erst so richtig verstanden, als ich so nach Wien kam, so vor 2 Jahren. Du hast ja schon, man muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich habe schon ab und zu in Österreich so eine leichte Abneigung oder nicht Abneigung, aber so von Österreich so gegenüber Deutschen, oder wenn ich gefragt, ja, woher kommst du, ja, aus Deutschland, dann so eine leichte, so, ja, Piefke und so weiter. Also man hat da schon was gespürt in der Richtung. Andererseits hast du aber auch rechte Österreicher, die sich ja eigentlich so als ja, deutschnational gesinnt sind und sich ja auch als Deutsche betrachten. So. Wie erklär uns mal so ein bisschen so dieses Verhältnis. Ja, also das ist, sagen wir mal, diese ganze Feindschaft da ist meiner Meinung nach so, also es gibt natürlich einen österreichischen Patriotismus, leider ist dieser Patriotismus, er ist zwar da, das ist schon mal besser als nichts, ja, also es gibt ihn mehr als in der BRD, als in Deutschland, jedoch ist er meiner Meinung nach nicht ein optimaler Patriotismus in vielen Bereichen, es ist eher so ein, wie man auch oft Österreicher kennt, ja, so ein bisschen sudern, also so sich aufregen, ja, dann halt immer auch ein bisschen negativ behaftet auch, führt dann natürlich auch zu solchen Aussagen. Ja. Ich bin da überhaupt kein Freund von, ich bin auch der Meinung, dass wir Österreicher im Endeffekt Deutsche sind und nicht, ich meine damit nicht BRD-Staatsbürger, sondern einfach ja, ethnische Deutsche, das heißt deutsche genau. Abstammung sind. Also wenn man sich einfach nur realistisch mal überlegt, wie ein Volk, wie ein Volk zustande kommt, dann ist der kleinste gemeinsame oder also der kleinste gemeinsame Nenner. Das Offensichtlichste ist die gemeinsame Sprache, die ja. sozusagen von den Eltern an die Kinder vererbt wird und dadurch spricht man sozusagen dieselbe Sprache und ist Teil desselben Volks. Natürlich nicht nur die Sprache, aber das ist natürlich ein großer Teil und jeder, der sich länger beschäftigt hat mit den Völkern, die innerhalb Europa existieren, weiß genau, dass Österreicher und Deutsche Teil derselben Volksgruppe sind. Also ich bin jetzt kein Fan davon, wenn man sich da in diese ja, Grabenkämpfe da wirft, auch nicht, wenn man sich in Grabenkämpfe gegen welche anderen europäischen Gruppen wirft, weil ganz ehrlich, wir haben eine gemeinsame Ethnogenese, eine gemeinsame Stammung, eine gemeinsame Gruppe und wir haben auch, mittlerweile sitzen wir auch gemeinsam im selben Boot und haben dieselben Probleme, das heißt, es wäre einfach nur ratsam, dass man sich mal zusammenrauft und gegen diese globalistische, individualistische, liberale Machtpolitik, gegen diese Geschichtsvergessenheit und gegen diesen linksliberalen Scheiß einfach mal auch gemeinsam auftritt. Ja, ja, also ich plädiere auch dafür, ehrlich gesagt, da überhaupt keine Grenze zu sehen zwischen Deutschland und Österreich. Ich sehe da überhaupt keine Grenze. Und wenn man jetzt auf Eigenarten zu sprechen kommt, ja, die Eigenarten hast du ja auch innerhalb von Deutschland. Ja, Ostdeutschland, Westdeutschland, Norddeutschland, Süddeutschland, innerhalb von Süddeutschland, genau, ja. Allein schon zwischen Schwaben und Bayern und so weiter, da hast du genauso große Unterschiede, kulturelle Unterschiede und vielen Sachen wie zwischen Österreichern und anderen Deutschen, aber überhaupt da diese Thematik, ja, also ich, das nervt mich auch so ein bisschen, ja, das nervt mich auch so ein bisschen und ich finde, da sollte man überhaupt keinen Unterschied sehen und auch allgemein, wie du sagst, in Europa, ja, man sollte sogar noch weiter gehen und das als einen ja, europäischen Abwehrkampf betrachten, was ja damals auch so war, wenn wir jetzt von 1683 reden, wo Deutsche, Österreicher, ja, Bayern, Sachsen,
alle Schwaben, alles Mögliche da war, aber auch Italiener, Franzosen, Polen und so weiter. Ja, und da hat keiner irgendwie große Unterschiede gesehen, sondern sie wussten, hey, wenn Wien fällt, geht's uns alle an den Kragen. Die Moslems machen keinen Unterschied, ob du jetzt Italiener, Franzose, du bist ein Nicht-Moslem, du bist ein Feind, ein Europäer und fertig. Ja, und deswegen muss man zusammenhalten und auch kooperieren. Und ich versuche auch immer, die Leute besser zu vernetzen, gerade zwischen Deutschland und Österreich, dass es da überhaupt keine Grenze in der Form gibt. Das war auch schön bei der Brennpunktur, als wir dann abends sowas trinken waren und sowas, als da auch von der JA und andere junge Aktivisten, rechte Aktivisten aus Sachsen, aus Thüringen, also allgemein aus Ostdeutschland da waren. Und das war wirklich sehr, 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 sehr schön an dem Abend. Ja, bei uns ist es ja eigentlich selbstverständlich, ja. Wir haben eine gute Vernetzung innerhalb von deutschsprachigen Raum, auch bis in die Schweiz, die Junge Tat etc. ist ja auch eine Aktionsgruppe, die sehr, sehr gute Sachen macht. Und wir sind einfach der Meinung, wir teilen dasselbe Schicksal, wir haben dieselbe Sprache, wir haben im Grunde dieselben Gegebenheiten und haben denselben Feind. Und deswegen müssen wir auch geschlossen eine einheitliche Strategie haben, natürlich, um diesen ganzen Wahnsinn gemeinsam zu überwinden. Ja, aber weißt du, was ich mir vorhin noch gedacht habe, wo ich noch einhaken wollte, als wir darüber gesprochen haben, mit sich aufopfern, wo du gesagt hast, Männlichkeit ist auch bereit sein zu sterben und so weiter. Ich denke oft drüber nach, über diese spezielle Situation, denn eines, oder ich weiß nicht, ob man es Probleme nennen kann, aber einer der Punkte oder der Unterschiede zu damals ist, wir haben keinen Krieg. Die Auseinandersetzung läuft heute anders. Es ist nicht so, ein Feind belagert uns und es ist ganz einfach. Du meldest dich zum Kampf und kämpfst und stirbst oder du meldest dich nicht und bist nicht bereit. Die Auseinandersetzung ist ja heute viel, viel komplexer. Das heißt, selbst wenn du sterben willst für dein Volk, es ist schwer, eine Möglichkeit zu finden, quasi. Nein, also ich hab damit jetzt auch gar nicht die Jetztzeit. Ich habe eh die Bereitschaft, sich sozusagen aufzuopfern, um was zu tun. Heutzutage ist eh völlig klar, kämpfen wir keinen militärischen Kampf, sondern einen metapolitischen, im Endeffekt einen Kampf über die Deutungshoheit, einen Kampf darüber, ob es normal ist, zu sagen, ich will nicht zur Minderheit im eigenen Land werden, ob es normal ist, zu sagen, wir wollen keine ausländischen Straftäter, wir wollen die abschieben, etc. Das sind einfach, es ist ein metapolitischer Kampf, also ein Kampf um Begrifflichkeiten, ein Kampf um Deutungshoheit, um Deutungsmacht im Endeffekt. Und das ist der wahre Kampf heutzutage. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwie euch jetzt auf diese Dinge zurückbesinnt, 1683 etc. und dann landet sie im österreichischen Bundesheer, kann ich euch jetzt schon verraten, da wird es nicht viel geben, was euch in der Hinsicht irgendwie geistig befriedigt. Das heißt, auch selbst auf die Golanhöhen schicken. Da gab es ja ein paar Österreicher so im Rahmen irgendeiner, keine Ahnung, UNO, bla bla bla, irgendeiner Mission, wo du dann da nur deine Zeit absitzt und schnell wieder nach Hause willst. So vollkommen sinnlos. Ja, nein, das ist völlig irrsinnig, selbst wenn es in die Ukraine. Also das ist wie so ein riesiger Fleischwolf, wo alle Leute, die irgendwie noch patriotisch sind, irgendwie da verbraten werden und verbrannt werden, in irgendeinen unnötigen Vernichtungskrieg. Da gibt es auch gespaltene Meinungen, aber ich bin der Ansicht, dass wenn man schaut, wie unsere Feinde agieren, indem sie die Deutungshoheit beeinflussen. Ja. Ich habe gestern bin ich Auto gefahren und da ist mir ein extrem interessanter Gedanke gekommen. Ich meine, es ist ein bisschen offensichtlich, aber ich möchte es hier nochmal ausformulieren. Und zwar, früher hat man gegen uns gekämpft mit militärischer Kraft. Es wurde wirklich militärisches Gerät aufgefahren, es gab Soldaten, die wollten uns physisch umbringen, es gab alle möglichen Belagerungen etc. Und jeder wusste, da draußen ist der Feind, der will uns umbringen und wir müssen uns dagegen wehren. Heutzutage passiert das einfach auf eine viel subtilere Ebene, also was die gelernt haben ist, wenn ein Volk irgendwie, was da passiert im Endeffekt, ist, ein Volk umzubringen, ist viel einfacher, wenn du deren Geist stiehlst im Endeffekt. Ja, wenn du ihnen die Kraft, die geistige Kraft entziehst, überhaupt das Bewusstsein entziehst, dass sie überhaupt noch ein Volk sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind, was sie sind und wie so atomisierte Konsumsklaventeilchen einfach so rumschwirren. Und so wollen sie uns haben.
Und das werden wir natürlich nicht akzeptieren. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute da draußen, die das Spielchen schon langsam durchschauen. Genau. Ich glaube, das steht sogar bei Clausewitz so: Der beste Sieg ist dieser, ist der Sieg ohne Kampf, ohne Krieg. Das heißt, indem du den Gegner dazu bringst, dass er sich nicht mal wehrt, dass er nicht den Willen hat, sich zu wehren. Ja, dass er sogar keinen gut Widerstand findet, ja. Ja, genau, das ist noch eine Stufe drauf, so kein Willen zum Widerstand, sondern seinen eigenen Untergang quasi daran arbeitet und befürwortet. Das ist doch der schönste und leichteste Sieg. Du hast keine eigenen Opfer, gar nichts. Du hast einfach nur ein willenloses Volk, welches sich überhaupt nicht zur Wehr setzt. Noch einfacher kann man nicht siegen. Mir fällt gerade nicht ein, von wem dieses Zitat ist, aber jemand hat geschrieben in irgendeinem Buch, Deutsch zu sein bedeutet heutzutage an der eigenen Selbstzerstörung energisch zu arbeiten und das Ganze dann auch noch gut zu finden. Und das ist im Grunde der Punkt. Vielleicht Sie verlegt. Sie verlegt, glaube ich, ja. Und das zieht sich wirklich durch wie ein roter Faden und das ist extrem beängstigend, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wie viele Leute da eigentlich von dem betroffen sind. Ich frage mich dann immer, wie ist das passiert? Was haben die mit denen gemacht? Ja? Wie konnte das so weit kommen? Also für mich ist das dann immer ein bisschen ein Rätsel, weil ich halt selber nicht davon betroffen bin. Aber im Endeffekt ist es eine Form der Geistesschwäche, ja? Meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und wenn du überlegst, eigentlich alles, was heute gemacht wird, was beigebracht wird, ob jetzt in der Schule oder im Fernsehen oder sonst irgendwo, zieht eigentlich genau darauf ab. Ja, wehrt euch nicht, akzeptiert es. Und es ist sogar gut, dass dieses Land untergeht. Und es ist gut, dass es überfremdet wird. Ja, und sie betäuben uns mit liberalen Drogengesetzen etc. Sie betäuben uns mit Pornografie, mit diesem ganzen Dreck, der da rumkursiert. Ja. Ja. Sie betäuben uns und machen uns im komplett willenlosen Opfern im Endeffekt Konsumsklaven. Das ist, was ich nicht einbaue, wie die Menschen sich freiwillig selbst unterwerfen, wie sie sich freiwillig selbst so zu einem niedrigen Wesen eigentlich verkommen. Ja. Man sagt immer heutzutage, das stört mich auch massiv, ja, wir sind so weit technisch, so weit fortgeschritten, wir sind so viel besser als die Menschen damals. Ja. Und das ist auch so lächerlich, wenn du dir überlegst, wie damals Gesellschaften ausgesehen haben, wie teilweise in antiken Griechenland, wenn du die spartanische Gesellschaft zum Beispiel anschaust, ja, was die für Opfer bereit waren zu leisten, ja. Und dann sich über die zu erheben und zu sagen, wir sind so modern, wir sind so tolerant und das ist jetzt der neue Standard und alle anderen, die gesamte Geschichte ist im Grunde ein Schwachsinn und wir sind schlauer geworden. Das ist so eine dermaßen verquerte Weltsicht, dass ich mir das gar nicht, dass das in meinen Kopf nicht reingeht. Ja? Ja, vergleich das mal, Sparta und so weiter, die Gesellschaft damals. Jetzt vergleich mal heute so, der Durchschnittsbürger, der irgendwie so einen Bürojob hat, der stehst auf. Und dann so 8 Stunden am Büro, er kriegt so eine Haltung, hier Kaffee, fährt mit der U-Bahn, Büro, schaut auf ein Bildschirm, arbeitet, kommt nach Hause, schaut dann irgendeine Netflix-Serie. Ja, das ist so der Highlight, das Highlight des Tages, wenn er abends nach Hause kommt. Oh ja, neue Folge ist raus, geil und so. Und dann schaut er seine Netflix-Serie und ja, Wahnsinn. Keine Ahnung, entweder hat er vielleicht eine Freundin, mit der er schläft, oder die meisten oder viele, die dann keine Freundin haben und dann Pornos konsumieren, Selbstbefriedigung und dann irgendwann schläft er ein oder der andere betäubt sich mit Alkohol oder der andere baut sich dann abends ein Joint, kifft rum und fertig, weißt? Und so sind aber viele, so sind ein großer Teil, gerade auch der jüngeren Leute, wenn du so ein bisschen schaust, wie sie leben, wie ihr Alltag ist, genau so läuft das doch so. Ja, also man merkt, dass sie fallen einfach ja, in ein völlig bedeutungsloses, wo sie selber auch als Mensch zu einem völlig bedeutungslosen Dasein verkommen, ja, was nur noch Glück empfindet, wenn es sich irgendwie auf eine krankhafte Art und Weise mit den modernen Glücksdrogen befriedigt, sozusagen, die so existieren. Und das ist, finde ich, ein ziemlich trauriges Leben. Also ich selbst bin ja, habe das bei vielen Leuten gemerkt, auch in meiner Schulzeit, und es ist eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn, ja, wie in welches System, also wie viel
wie viel da verloren geht. Es gibt so viele gute, junge Menschen, ja, und man könnte die auf so eine viel bessere Art und Weise erziehen und man könnte da viel mehr draus machen. Es wird einfach, die Leute werden wie in den Müll geschmissen, so kommt mir das vor in der modernen Gesellschaft und das ist eigentlich extrem traurig. Ja. Ja, also Streams von mir schauen fällt natürlich nicht in die Kategorie, denn ich rede hier von Netflix und von so blinden so Konsum, wo du irgend so eine Befriedigung dadurch bekommst oder was reine Unterhaltung ist, ja, und ja, meine Streams, oder ihr macht ja auch Streams, dienen der Motivation. Jeder, der das anschaut, ja, natürlich, es ist natürlich auch unterhaltend und auch mit Humor gestaltet, daran ist ja auch nichts Falsches, es soll ja auch es soll auch unterhalten, aber es regt dich an. Es wird Information vermittelt und es regt dich zum Nachdenken an und es regt dich zum Tun an, dass du etwas in deinem Leben veränderst, in der Gesellschaft veränderst und so weiter. Ja, und nicht irgend so eine sinnlose Serie, wo es halt um reine Unterhaltung geht oder irgendwie abends dann die Kategorie, boah, einmal saß ich im Zug, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Solche zwei so IT-Nerds haben sich hingesetzt und haben nur über so ein Spiel, stundenlang über so ein Spiel geredet. So, und dann kriegst du den Zauberer und der Zauberer, der hat dann das und das. Und dann, wo ich mir denke, hey Junge, schaut euch mal an, wie alt ihr seid. Und die reden 3 Stunden über irgend so einen Zauberer und sowas. Weißt du, übrigens so, ja, sind wahrscheinlich wieder los. Ja, das ist völlig, völlig wahnsinnig. Ja, sind dann wahrscheinlich kinderlos und mit 30 immer noch irgendwie wie irgendwelche Jugendlichen. Ja. Ich verstehe es nicht, wie man sich so herabwürdigen kann von so einer Gesellschaft. Man muss dann schon irgendwie ab einem gewissen Punkt das irgendwie erkennen. Also ich glaube, dass vielen natürlich schwerfällt. Es liegt auch am Umfeld. Aber was auch unsere Aufgabe ist hier mit diesem Stream, ist, die Leute wachzurütteln. Die zuschauen, die wissen es wahrscheinlich eh schon, aber ladet nächstes Mal einfach andere Leute auch ein, ja, da teilzuhaben und schaut's mal, vielleicht fangt's irgendwie an zum Rattern bei denen und vielleicht kommen die mal raus aus ihrem Tiefschlaf. Ich euch auch an dieser Stelle empfehlen möchte, das ist mir gerade vorhin eingefallen, Irfan, wo du über die Kritik von Bürgerlichen geredet hast, es gibt einen richtig guten Vortrag von Thor von Waldstein auf YouTube, Kanal Schnell Roder ist der Kanal und der Titel ist Kritik der Bürgerlichen. Also den würde ich euch wirklich einmal ans Herzen legen. Selbst ich habe mein altes Ich da teilweise erkannt. Ja. Und es ist extrem interessant, wie er da sozusagen die modernen Bürgerlichen von Grund auf komplett zerpflückt. Ja. Also ein lohnenswerter Vortrag. Ja, was ich damit sagen will, ich will nicht sagen, man soll nie oder es ist verboten, irgendein Spiel zu spielen oder sonst irgendwas. Ich habe als Jugendlicher auch gern so PlayStation, was weiß ich, FIFA und sowas gespielt. So. Aber es geht darum, es ist auch nichts Falsches, würde ich sagen, wenn man mal zusammenkommt und eine Stunde spielt oder sowas. Will ich ja nicht sagen so. Aber es geht darum, was ist dein... Wo ist dein Fokus so? Schau dir die Realität, schau dir die Welt da draußen an. Während du mit deinem Freund Gaming irgendwas, ist der Kanacke draußen und knallt deutsche Mädchen, werden vergewaltigt oder nimmt dir eigentlich deine zukünftige Frau weg. Verstehst du, was ich meine? So, erobert euch die Realität und die Welt zurück. Ja, holt euch, sucht euch die deutsche Frau, die dann zu deiner Ehefrau wird und überlass sie nicht dem Kanacken, der sie nur ausnutzt und dann am Ende doch die Türkin heiratet und so weiter. Verstehst du? Ist auch ein wichtiges Schlagwort. Ja, ist auch ein wichtiges Schlagwort, was ich ziemlich heftig finde eigentlich in diesem ganzen Kontext. Du hast gerade erwähnt, ich weiß es auch von Freundinnen etc., die werden nie angesprochen von irgendwelchen Deutschen. Ja, die werden immer warum nicht, verdammte Scheiße? Ja, was ist das? Ja, die werden nur angesprochen von irgendwelchen Ausländern und natürlich, wenn dann auch gleichzeitig dieser Druck herrscht, ja, und diese ganzen Werbeplakate, wo irgendwelche blonden Frauen mit irgendwelchen Muslimen oder Schwarzen da abgebildet sind, ja, irgendwann auch der Punkt erreicht, wo diese Frauen dann auch natürlich diesen Druck nicht mehr standhalten können. Es sind auch nur Frauen, ja. Deswegen ist es eure Aufgabe als Männer, dass ihr da aktiv werdet und auf die Frauen zugeht und das auf eine Art und Weise, die auch respektvoll ist, nicht so wie die ganzen Ausländer das dann machen. Natürlich, wir rufen natürlich nicht dazu auf, Frauen zu belästigen oder so ein Blödsinn. Aber wie oft hast du das erlebt, zum Beispiel im Zug und dann ein paar deutsche hübsche Mädchen, Österreicher sitzen da
und andere Deutsche oder sowas sitzen da. Nie kommt einer von denen auf die Idee, jetzt die Mädchen anzusprechen. Ganz normal. Hi, wie läuft's? Wo fährt ihr hin? Und so weiter. Und also ganz normal, freundlich, ja, charmant sie ansprechen, zum Essen einladen, ganz höflich, normal, zivilisiert. Aber die Kanaken, die schämen sich nicht. Die gehen hin und so weiter. Und genau das ist der Punkt so. Jetzt werden natürlich welche sagen, ja, aber wenn sie sich auf einen Kanaken einlässt, dann ist sie selbst schuld. Ja, ja, schon. Aber wir können nicht immer vom Idealzustand ausgehen. Wie du es richtig sagst, Jakob, viele junge Mädchen sind verwirrt. Von allen Seiten kommt Propaganda. Wenn du sie vorher in einer Phase quasi erreichst, dann kannst du sie quasi zu dir ziehen, sie heiraten später, sie wird eine deutsche Patriotin, ihr gründet eine Familie. Wenn du aber 20 Chancen dir entgehen lässt, kommt irgendwann Ali, Ahmed und so weiter und nimmt sie konvertiert zum Islam und es kommen deutsch-türkische Mischlingskinder, die sich dann radikalisieren oder egal, auch wenn sie sich nicht radikalisieren, verloren gehen und eine gute deutsche Frau geht dem Volk verloren. Und genau darum geht's, Mann. Genau darum geht's. Es ist einfach so. Ihr könnt euch das schönreden oder sonst was. Überwindet irgendeine falsche Scham oder sonst was. Wenn euch eine Frau gefällt, sie hübsch ist und ihr euch sie als Ehefrau vorstellen könnt, dann geht hin, sprecht sie an und zieht sie quasi zu euch, zu sich und macht das Beste draus und überlasst die Frau nicht irgendwelchen Assi-Kanaken. Ich habe auch letztens, wurde ich dann mal auf der Marie-Hilfer-Straße, das ist so eine Einkaufsstraße in Wien, interviewt, genau über dieses Thema. Da wurde mir die Frage gestellt, was ich davon halte, von Frauen auf der Straße anzusprechen. Und dann fiel auch der Begriff Catcalling. Ja. Das ist sowas, was mich auch massiv nervt in dieser feministischen Gesellschaft, in der wir uns befinden. Ja, mittlerweile ist es so, dass wenn du eine Frau ansprichst, dass das von der Gesellschaft als Belästigung, das wollen die jetzt im Grunde durchsetzen mit diesem Begriff Catcalling. Ja. Natürlich gibt es das auch, dass Frauen irgendwie im Negativen angesprochen werden, das ist auch nicht gut. Aber die wollten mich dann ein bisschen festnageln. Ich habe das dann auch so erklärt, wie ich das sehe. Also meiner Meinung nach, ich sehe das genauso wie du. Wer ein Mann ist, der sollte sich auch darum kümmern, ja, und auf die Frauen zugehen. Es wird niemals passieren. Die Frau wird nicht zu dir kommen. Ja, die kommen nicht zu dir und fragen dich, ja, willst du mit mir essen gehen? Ja? Also in welcher Welt lebt sie? Also jetzt nicht ihr Zuschauer, weil die Leute das glauben. Ja, ja, aber und hier sind auch wieder eine, wenn ich das schon lese, naja, so einfach ist das Ganze nicht. Doch, es ist so einfach. Probier's doch aus, mach's doch einfach. Es ist so einfach, glaub mir, es ist so einfach, mach's einfach. Und wenn es nicht beim ersten Mal klappt, ist scheißegal, dann sollte es nicht sein. Mach 2, 3, 4, 5 Mal. Irgendwann klappt's und das ist nicht verboten und du machst nichts Unanständiges oder sonst irgendwas. Weißt, alle wollen immer, oder wenn welche dann so sagen, ja, aber was, wenn sie eine Linke ist oder sonst, ja und, was passiert dann so? Alle wollen schon den Idealzustand, eine Frau, die schon die Björn Höcke-Poster zu Hause hängen hat, AfD wählt, was man sich die passende Musik hört und so weiter. Weiß ich mein, von was träumt ihr so? Man kann auch eine halbwegs normale Frau in diese Richtung quasi, was heißt, ja, lenken oder sie in der Hinsicht positiv beeinflussen. Und ja, und dann findet man zusammen. Ja, es sind oft einfach Ausreden auch für die Leute, dass sie dir halt dann sich irgendwas einreden, damit sie halt nicht zur Tat schreiten müssen, damit sie halt weiter zu Hause sitzen können und halt ihren was auch immer konsumieren können. Und das ist ja auch genauso, wie unsere Gesellschaft ist. Also diese Gesellschaft ist einfach auf eine krankhafte Art und Weise hypersexualisiert. Überall die Plakate, alles ist halbnackt, alle halbnackt und so, völlig gestört, überall Pornografie im Internet, ja, und gleichzeitig ist man völlig, völlig schüchtern, einfach nur ganz normal, ja, eine Frau anzusprechen, und das ist was ich extrem peinlich finde, ja, was eigentlich genau. Eine extrem, extrem peinliche Geschichte ist, ja, einerseits sagen, ja, bla bla, und dann gehst du auf die Straße, dann kommt da mal eine, die wo du denkst, ja, schon hübsch und so, und du machst halt nichts, ja, also es ist extrem peinlich, finde ich, also genau. Diese Gesellschaft, und das muss man auch ansprechen, damit die Leute, denen das auch bewusst wird und damit die sich halt gegen diesen Zeitgeist stellen und selbst die Veränderung sind, die wir brauchen.
Ja. Sich nicht schämen, die übelsten, krankesten Pornos anzuschauen, aber wenn es dann darum geht, eine Frau normal anzusprechen, dann abkacken und sagen, oh nee, ich schäme mich und so weiter. Ja. Ja, also das ist ein interessantes Thema und da gibt es echt viel dazu zu sagen, aber es ist ein wichtiges Thema, es ist echt ein wichtiges Thema, gerade für junge Männer und so weiter, es ist schon ein enorm wichtiges Thema und es wirkt sich auch sehr, sehr stark auf die Gesellschaft aus, denn die Frauen, die verloren gehen, die haben auch einen sehr, sehr negativen Effekt auf die Gesellschaft und auch auf die Moral der Männer und das hängt alles sehr, sehr, ist sehr, sehr eng miteinander verbunden. Ja. Vor allem entstehen auch dadurch extrem viele Single-Frauen, die wiederum keine Kinder kriegen. Ja? Und das befeuert den Bevölkerungsaustausch. Das ist alles, Leute lassen sich auch viel zu sehr, das stört mich auch in dieser Gesellschaft, von digitalen Geräten einfach so vereinnahmen, dass sie einfach den halben Tag nur noch am Handy sitzen oder vor dem Computer sitzen. Die gehen gar nicht mehr raus, selbst wenn die irgendwie einen schönen Park daneben haben. Ja? Selbst wenn die irgendwie, keine Ahnung, mal unter Leute kommen könnten. Das führt dann natürlich auch zu einer Isolation. Natürlich auch immer beachten. Ja, und lassen sich selbst gehen. Ja, lassen sich selbst gehen, körperlich, geistig, vernachlässigen ihr Äußeres und so weiter. Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es dann nicht so funktioniert. Wenn dich der Zauberer in deinem Science-Fiction-Gaming-Spiel dich mehr beschäftigt als dein Äußeres oder deine körperliche Fitness oder sowas, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann nicht so attraktiv bist und dann Frauen halt nicht drauf anspringen. Aber machen wir jetzt paar Superchats noch. Markus Müller, es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern, wenn man die Geschichte kennt. Die Trennung haben die Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg. Ach so, das hatte ich schon vorgelesen. Dann nochmal Markus, bravo, Jakob, du bist spitze, erkennt die Geschichte. Dann Jürgen Losenski. Ey, immer wenn ich das höre, Jürgen Losenski, muss ich immer an Flair denken. Der heißt doch auch so, Mann. Halt, wie heißt Flair? Patrick. Wie heißt Flair? Patrick Losenski, ja, wusste ich doch, dass der Losenski heißt. Ich habe mir schon gedacht, so, ey, dieser Name Losenski ist immer so irgendwie so bei mir im Kopf. So. Ja, ach so, Flair heißt auch nicht Losenski. Los. Vielleicht steckt ja sogar Flair dahinter. Jürgen, klär uns mal auf. Jürgen, bist du verwandt mit dem Patrick? Oder steckt vielleicht der Patrick Losenski selbst dahinter und schickt mir hier Superchats? Ja, er ist ja Fan von mir, der Fanboy. Er ist Irfan PC Fanboy, der Flair. Schaut alle meine Videos, hat er gemeint am Telefon, bevor er noch so cool getan hat. Ja, Jürgen Dosenski, reagiert doch mal auf diese ganzen muslimischen Nachwuchs-Andrew Tates wie Ahmed auf YouTube. Tobias Huch hat sich an denen schon ganz gut abgearbeitet. Ja, ich kenn diese muslimischen Nachwuchs an Andrew Tates nicht. Ahmed auf YouTube kenne ich nicht. Muss ich mir mal anschauen. Oder schick mir bitte den Link, Jürgen. Vielen Dank und schick mir bitte den Link. Und dann reagiere ich drauf. Dann Sekundus. Du hast recht, es ist einer der wichtigsten Themen, Frauen ansprechen und so, gehört ja auch zur toxischen Maskulinität. Bitte bleibt an dem Thema dran. Genau, wenn das Thema nicht wichtig wäre, dann würden die Feministinnen und allgemein diese Leute, die diese Agenda fahren, nicht so viele Ressourcen auf das Thema toxische Maskulinität aufwenden. Das ist, sie wissen den Effekt für die Gesellschaft und sie wissen, wie wichtig das Thema ist. Deswegen beschäftigen sie sich auch so intensiv damit. Ja, dann würde ich sagen, jetzt schauen wir uns mal ein paar, kommen wir zu, nach fast zwei Stunden kommen wir zur Remigrationstour und schauen uns mal ein paar Videos an. Ja, also Jakob war ja noch nie zu Gast, deswegen gibt es da viel zu besprechen. Ja, viele haben sich auch nach der Brennpunkt-Tour gewünscht, dass du zu Gast kommst. Schauen wir uns ein Video an von der Remigrationstour, wo du quasi die Ziele beschreibst, die da wären, zusammengefasst, alle Ausländer müssen raus. Spaß, nee, das ist natürlich nicht so, das ist nicht die Forderung, sondern Jakob erklärt. Alle Ausländer
Aus ist nicht, was wir fordern. Remigration bedeutet nicht pauschal alle Ausländer abzuschieben, sondern zuerst hinzuschauen, welche Leute zu unserer Kultur passen und welche nicht. Wir sind der Meinung, dass nur diejenigen Einwanderer in unserem Land dauerhaft bleiben dürfen, die unsere österreichische Identität annehmen. Wer sich von uns in Parallelgesellschaften abschottet oder kriminell wird, ist hier nicht willkommen. Genauso wenig sind sogenannte Flüchtlinge willkommen, die sichere Drittstaaten passieren, aber trotzdem weiter nach Österreich ziehen, um hier Sozialhilfe zu beziehen. Und wenn du es so siehst wie wir, bist du auch für Remigration. Und jetzt weißt du, wofür wir stehen, denn... Ja, das habe ich noch vergessen. Ein passender Einspieler, Jakob, für das Thema, was wir vorhin hatten. Ich stehe auf Flüchtlinge. Oh. Siehst okay. Solche Frauen kommen dann dabei raus, ja, wenn man denen das Feld überlässt. Ja, genau. Also soll ich ein bisschen was dazu Zu dem Video, wo war das, wo ist das entstanden und wie fing das an mit der Remigrationstour? Also das Video selbst war, glaube ich, in Gmunden und es war so, wir haben diese Idee geboren, irgendwann Anfang des Jahres oder in den ersten Monaten und haben uns gedacht, es wäre ganz gut, wenn wir mal aufs Land fahren, weil es gibt extrem viele Leute, die so denken wie wir am Land draußen, die wir halt schwer erreichen mit Telegram, YouTube etc. Und uns gedacht, dann schauen wir mal in Person vorbei und haben eine ganze Woche lang von Montag bis Sonntag in Oberösterreich zahlreiche Gemeinden abgeklappert, teilweise auch fast jeden Tag zwei Gemeinden am Tag. Haben dann dort unser Zelt aufgebaut, haben unsere Flugzettel verbreitet und dadurch halt auch extrem Aufmerksamkeit erzeugt. Es gab auch wirklich viele Versuche von Seiten der Stadtregierung etc., uns irgendwie loszuwerden. Wir haben dann einfach weitergemacht, haben uns da nicht unterkriegen lassen, konnten dadurch extrem viele neue Leute über uns, also uns vorstellen, extrem vielen neuen Leuten, die uns noch nicht kannten, konnten extrem viele Inhalte auch verbreiten. Und das Genialste ist, es wurde auch in vielerlei Hinsicht auch über uns berichtet. In Wels zum Beispiel hat sich sein Stadtrat gegen den Bus gestellt und hat geglaubt, dass er irgendwie 500 PS stemmen kann und den Bus da jetzt wegschiebt. Hey, wie hieß der Stadtrat? Der hieß Thomas Rammersdorfer. Das wusste ich. Ah, wusste ich's doch. Ich war einmal mit ihm bei... Jedoch, ja, genau, ja. Da gibt es dieses Video, was da viral ging. Ja, ich war einmal bei Talk im Hangar 7 auf Servus TV und da saßen wir zusammen. Der war damals dabei, dieser Thomas, wie heißt der? Rammels. Das ist ein grüner Politiker. Ja, er ist ein Grüner, genau. Er hat aber sehr gut viel Ahnung, so was türkischen Rechtsextremismus, so graue Wölfe und so weiter, ist so, glaube ich, sein Fachgebiet. Da hat er viel dazu gemacht, aber wenn ich mich nicht irre, war ich mit ihm bei Talk im Hangar 7. Jetzt schauen wir uns mal das Video an. Ich hab's mir runtergeladen. Moment. Oh, heldenhafter Widerstand. Ein Mann gegen einen ganzen Bus. Was macht der da, Mann? Und wenn er überfahren wird, dann ist er der erste linke Märtyrer, oder was? Der stirbt für den Antifaschismus. Der stirbt im Kampf gegen den Faschismus. Das ist ein peinlicher. Glaubt er wahrscheinlich unironisch, das ist ja das Schlimme bei der ganzen Sache. Wir hatten da eine angemeldete Versammlung, der Bus durfte dort stehen und der hat sich dann halt einfach in den Weg gestellt und geglaubt, dass er damit irgendwie durchkommt. Im Endeffekt hat er uns jetzt noch angezeigt wegen Nötigung. Ich habe ihn jetzt auch angezeigt wegen Nötigung und wegen Störung einer Versammlung. Schau mal, was dabei rauskommt. Der Prozess läuft noch. Und ja, also das Ganze ist ja ziemlich peinlich. Also in Steyr, bei unserer letzten Station, kam es ja zu ähnlichen Szenen. Da waren wir dann, ja. Da gab es auch so eine Gruppe an Linken, auch sehr viele ich glaube, da war auch ein Stadtrat dabei und dann noch irgendwelche SPÖ-Politiker. Und die haben sich da auch versucht, in den Weg zu stellen. Ja. Da gab es so eine Brücke. Schauen wir uns mal an. Genau, ja. Ich weiß nicht, warum da jetzt kein Ton ist, oder vielleicht das Video kein Ton. Schaut euch diese Gestalten, schaut euch diese Regenschirme. Opas gegen rechts, ja. Oh Gott, schaut euch diese Gestalten. Es sind immer dieselben erbärmlichen Gestalten. Wieso erkennt man diese Leute schon von ihrem Aussehen her,
wie abgefuckt und dumm sie sind. Was heißt dumm, ja, aber wie erbärmlich sie sind. Schaut euch sie an. Und sie fühlen sich so richtig, oh, wir sind Helden, wir sind so mutig, ja, und feiern sich selbst bei diesen erbärmlichen Aktionen. Na, vor allem, es hat jetzt für sie auch ein Nachspiel, also die müssen da jetzt irgendwie einiges an Verwaltungsstrafen zahlen, weil sie sich halt, ja, weil sie da halt einmal öffentlich, Erregung öffentlichen Ärgernisses, glaube ich, auch Nötigung, ich weiß jetzt nicht Nötigung, aber irgendwelche Verwaltungsstrafen mussten sie jetzt deswegen bezahlen. Ja, völlig klar, ich meine, man kann sich nicht einfach mitten auf eine Straße stellen und den Verkehr da lahmlegen, so wie die Klimakleber das machen. Das hat natürlich ja, zumindest Verwaltungsstrafen zur Folge. Und selbst bei der Einfahrt dann auf den Hauptplatz haben sie es ja dann wieder versucht. Also es ist völlig peinlich gewesen. Und ja, der Rammersdorfer, der hat uns halt angezeigt, da haben wir halt keine Anzeige gemacht, weil wir da normal nicht so sind, ja, dass wir da gleich alle anzeigen. Aber ja, jetzt, nachdem er uns angezeigt hat, habe ich ihn jetzt auch angezeigt. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Ja, also extrem peinliche Aktionen hier. Was aber eine geile Aktion war, fand ich das hier. Schauen wir uns mal ein Video an. Hupen für Abschiebungen. Also die Autos, die da vorbeifahren, konnten quasi ihre Zustimmung für Abschiebungen signalisieren, genau, ja, indem sie hupen. Da hören wir schon die ersten Hupen. Läuft ja gut, wir kriegen eine Unterschrift auf der anderen und auch das richtig gut. Hupen für Abschiebungen erfreut sich immer großer Beliebtheit. Mal schauen, die auch die Hupen. Hupen! Ja, die nicht, aber es wird immer wieder gehupt. Ja. Ja, geile Aktion auf jeden Fall. Hupen. Wir hatten das ja auch hinten am Bus stehen und es war auch so, auf der Autobahn sind uns immer wieder Leute, haben uns überholt als Autofahrer, haben halt gehupt, haben so Daumen hoch gezeigt und so, ja, auf der Autobahnraststätte immer wieder, Leute sind hergekommen, ja, was macht sie da? Also es war extrem witzig und auch dieses Schild haben wir einfach irgendwo, wo man es noch aufgestellt, in irgendeinem anderen Dorf, ja, der hat wirklich fast jedes dritte Auto oder sowas, der vorbeigefahren ist, hat einfach gehupt. Ja. Also das war echt witzig. Na, man sieht einfach, wie da die Zustimmung auch ist am Land. In Oberösterreich, die Leute haben da auch die Nase voll. Ich war auch selber sehr geschockt, wie sehr die Überfremdung auch schon in Oberösterreich um sich greift. Ja. Teilweise so Moslem-Gangs an so 14- bis 18-Jährigen, die dann da so rumstreunen, da, wo die überhaupt nicht ins Ortsbild passen, ja, wo du auch merkst, dass die überhaupt nichts zu tun haben mit den Leuten, die dort wohnen, oder dass das überhaupt keine, ja, dass da halt diese Spaltung, ja. Überall, das ist mir auch das hat mich auch gewundert. Ich war auch eine Zeit lang öfter in Oberösterreich, in Braunau war ich da, und auch in Braunau zum Beispiel komplett überfremdet Braunau. Also richtig, richtig viel, so selbst in so Kleinstädten, in Vöcklabruck und so weiter, ja. In Vöcklabruck wart ihr ja auch. Echt heftig mittlerweile, ja. Da habe ich auch recherchiert zu dieser bosnischen Moschee damals und das veröffentlicht, ja, die ja da gelogen haben, auch gemeint haben irgendwie, ja, bla bla, wir wollen da nur so einen bosnischen Kulturverein, und auf einmal machen sie eine riesen Moschee draus. Ja, gerade so Städte auch wie Vöcklabruck und sowas, komplett islamisiert, und Braunau auch, also Braunau komplett überfremdet, voll mit Asylanten, und ja, ist nicht mehr schön dort. Na, es ist echt heftig, wie man hier auch wirklich gezielt die Ausländer in die kleineren Städte sozusagen reinpumpt. Ja. Man hat es jetzt auch gesehen überall in der BRD, wie das auch wirklich gezielt gemacht wird, wie es in Frankreich jetzt auch schon gezielt gemacht wird. Das heißt, nach den Großstädten kommen dann auch die kleinen Gemeinden. Ja. Also Leute, die glauben, dass sie durch Wegziehen aufs Land irgendwie den Ganzen entfliehen können. Die können das halt verzögern um ein paar Jahre, aber im Endeffekt holt es jeden ein, wenn das so weitergeht. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir uns alle zusammentun, und ich finde es extrem fragwürdig, ja, warum, ich meine, ich finde die Corona-Demos extrem gut, aber warum gab es bei Corona mehr Demonstrationen dagegen als gegen den Bevölkerungsaustausch 2015, ja? Viel gefährlicher der Bevölkerung, viel gefährlicher. Viel gefährlicher. Und das ist jetzt auch
Corona, was ist jetzt mit der Impfpflicht geworden und so weiter? Nichts ist draus geworden, aber der Bevölkerungsaustausch findet nach wie vor statt. Genau, und was ich auch extrem interessant finde, warum sind die Leute auf die Straße gegangen? Ich meine, Corona ist wichtig gewesen als Aufwachmoment für viele, aber die sind dann auch, man merkt es ja, diese liberale Gesellschaft springt eher darauf an, wenn jeder individuell irgendwie negativ davon beeinträchtigt ist. Jeder musste eine Maske tragen, durfte nicht raus aus der Wohnung gehen. Das hat viele massiv genervt und deswegen sind sie auf die Straße gegangen. Das ist leider ein bisschen ein Trauerzeugnis, weil im selben Atemzug der Bevölkerungsaustausch, der halt auf einer ganz anderen Ebene uns tangiert, dass der halt dann viel weniger Leute auf die Straße treibt, und das muss sich radikal ändern. Also es braucht wirklich große Demonstrationen gegen diese Entwicklungen, sonst wird sich da auch langfristig nicht viel ändern. Und es ist auch unsere Aufgabe als Bürgerbewegung, dass wir das organisieren. Also ich respektiere das und finde es gut, jeder, der damals auf die Straße gegangen ist, wegen Corona-Impfpflicht, ich war in Wien auf mehreren Demos, alles super, alles schön und gut. Nur, warum nicht gegen die Islamisierung, warum nicht gegen die unkontrollierte Masseneinwanderung? Und ich muss ehrlich sagen, meiner Meinung ist es einfach, weil es leichter war. Es ist leichter, es ist mit weniger Repression verbunden. Auf diesen Anti-Corona-Demos, du kannst hingehen und sagen, hey, ich will nicht geimpft werden, ich bin gegen die Impfpflicht. Und ja, du wurdest auch als Rechts- und Rechtsextremist bla 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 betitelt, aber es ist trotzdem ein anderes Niveau, gegen die Masseneinwanderung zu sein, gegen die Islamisierung zu sein, gegen den Bevölkerungsaustausch zu sein, ist nochmal ein anderes Level als gegen Corona, wo du dich hinter deinen Freiheitsrechten verstecken kannst und sagen kannst, hey, das verstößt gegen meine Freiheitsrechte, ich will nicht geimpft werden, ich stehe hier für meine Freiheit so. Und das ist halt das, da trauen sich halt dann weniger, weißt, als jetzt damals zu Corona. Überleg mal, welche Demos wir in Wien hatten damals mit über 100.000 Leuten. Stell dir mal vor, wegen Bevölkerungsaustausch oder Islamisierung. Ja, da wird schon ein anderer Wind wehen, und man hat es ja auch gemerkt während Corona, dass diese Demonstrationen extrem erfolgreich waren. Also, dass sie dazu geführt haben, dass die Politiker nach der Reihe wirklich umgefallen sind, ihre Ämter verlassen haben. Und dass dann langfristig jetzt sogar eine Politik umgesetzt wird, die vor eineinhalb Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Dass wir jetzt in Niederösterreich diese Rückzahlungen da zumindest im Koalitionsvertrag haben. Das ist alles undenkbar gewesen vor ein paar Jahren. Und das sind natürlich Erfolge, die auch darauf zurückzuführen sind. Also auch Leute, die immer sagen, ja, demonstrieren, das bringt ja nichts. Das ist ein völliger Schwachsinn. Also natürlich bringt das was, wenn die Behörden maximal beschäftigt sind, wenn der Druck dann auch schon raufgeht durch die Polizeibehörden etc., weil jeder hat die Nase voll. Ja. Ich meine, ich glaube auch, dass viele von den Polizisten das auch nicht gut fanden, aber unabhängig davon, dass viele auch einfach diese Demonstrationen dann satt hatten. Ja. Diese Polizisten, die dann immer dort stehen mussten, die hatten dann auch irgendwann keine Lust mehr und haben gesagt, ja, jetzt schaltet den Scheiß einmal ab, das braucht eh niemand mehr. Das hat dann wahrscheinlich auch massiv zur Stimmung beigetragen. Auch die Leute, die dann dort wohnen, die das alles mitkriegen, ja, wenn du am Ring wohnst und jede Woche 2-3 Demos sind, hast du auch irgendwann deine Nase voll. Ja. Also es war einfach eine Wut, die sich da breit gemacht hat, und es sollte auch viel mehr diese Wut entstehen durch den Bevölkerungsaustausch, weil es nachhaltig eine viel größere Zerstörungswirkung hat als irgendeine medizinische Maßnahmenpolitik, die nach ein paar Jahren wieder vergessen ist, ja. Genau, das ist auch, also Demonstrationen sind auch so eine Art Zermürbungstaktik gegen den Staat, ja, Zermürbungstaktik der einfachen Bevölkerung, und du weißt ja, wie viel Aufwand so eine Demo verursacht, wie viel Aufwand, und vor allem in Zeiten, wo ganze Parteien ein Land nur über Umfragen und so weiter regieren, wie es ja Sebastian Kurz mit der ÖVP sehr erfolgreich gemacht hat, dass so ein Unmut auf der Straße offen ausgetragen, das Letzte ist. Das Letzte ist, was eine Regierung haben will, ist
zehntausende Menschen auf der Straße, die laut da schreien, weil das ist auch natürlich für sie ein mulmiges Gefühl, so, weil es gab schon so Situationen, sie schauen so aus dem Fenster und sehen so den Pöbel, den Mob, so wie im Mittelalter, so weißt du, den Pöbel unten mit, was weiß ich, der dann so skandiert und ihn an den Kragen will, so, das ist unangenehm für die, das wollen die nicht haben, so. Und dann müssen sie auch mal zurückrudern, was man gesehen hat bei der Impfung. Ja. Es bröckelt auch ihre Macht. Man hat es ja auch gesehen, es stehen irgendwie Zehntausende, Hunderttausend Leute irgendwie hinter einem Banner von uns, wo oben stand, Kurz muss weg. Diese Bilder, die gingen um die ganze Welt. Ja. Also es bröckelt einfach die Fassade. Man hat es einfach massiv gemerkt, dass deren Macht und diesen Aussagen, die sie da getätigt haben, jeden Tag, immer mehr zum Widerspruch von dem standen, was die Bevölkerung auf der Straße gewollt hat. Und langfristig kann eine Regierung nicht weiter existieren in so einem Widerspruch. Ja? Langfristig muss diese Regierung und hat sich diese Regierung meiner Meinung nach sowieso schon komplett ausgedient. Und das wird sich jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, dass diese Regierung einfach komplett am Ende ist. Ja. Dann Capitalism, vielen Dank. Moin, hat die Identitäre was gegen Mischlinge, die zu Österreich stehen und auch für Österreich sterben würden? Ja, Frage an dich, Jakob. Nein, also im Endeffekt gibt es in unserem, jeder kann sich auch unseren 5-Punkte-Plan durchlesen auf der Website www.die-oesterreicher.at. Und was wir fordern, ist ein klares Bekenntnis zu unserer Leitkultur. Das heißt, es braucht auch eine starke Leitkultur innerhalb von Österreich, aber eigentlich in jedem Land, um auch einen gewissen Stolz, um einen gewissen Leitfaden, einen gemeinsamen Nenner für das Volk auch zu liefern, auch ein positives Gefühl zu liefern, damit die eigenen Leute einfach wieder ein bisschen einen besseren Zugang zur eigenen Identität haben. Und da haben wir auch in der Geschichte bewiesen, dass es überhaupt kein Problem ist, dass sich dann auch Leute anpassen. Ja. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Maß möglich, aber in gewissem Maß nicht mehr. Man sieht es ja jetzt auch in den letzten Jahren, dass das einfach massiv überschritten wurde und dass hier einfach massiv die Grenzen überschritten wurden, überhaupt gar keine Anpassung stattfindet. Ganz im Gegenteil, Parallelgesellschaften sich bilden und das ist halt eine massive Überreizung des Asylsystems. Irfan, bist du noch da? Bei mir hängt der Stream. Ist Irfan jetzt weg? Leute, schreibt es kurz in die Kommentare. Okay. So, jetzt. Okay, du warst kurz weg, jetzt geht's wieder. Ja, ich habe was, einer hat einen Superchat geschickt mit einem Video und ich habe es runtergeladen und das war wahrscheinlich, weißt du, diese Seiten sind ja voll mit hier Viren und so weiter, wenn du da so YouTube-Videos runterlädst und auf einmal ist Browser bei mir abgestürzt und sowas, aber ja, jetzt geht's wieder. Was wollte ich sagen? Wo waren wir stehen? Warst du schon fertig? Ja, oder? Also ich weiß nicht, ob ich fertig reden konnte, bevor es abgestürzt ist, aber ich glaube schon, ja. Du warst dann auch weg, okay. Schauen wir uns mal ein Video an. Also hier nochmal ein Video aus dem Bus, aus dem Innern des Busses. Guten Tag, voller Remigration. Das ist Gernot, auch ein Aktivist von euch, ja, auch sehr, sehr guter Mann, sehr stabil, macht sehr gute Arbeit. Ich habe ihn auch bei der Brennpunktur dann kennengelernt, guter Mann. Und ja, so sieht es im Innern aus. Gibt es jetzt feine Spaghetti mit irgendeinem Öl? Sind die vegan, Jakob, die Spaghetti? Ja. Sind vegan. Ich merke, wie ich dünner werde beim Essen. Ja. Ich nehme Gewicht ab durch Verlust der Knochendichte. Sehr gut, ja. Gibt dir deine ganze Küche? Das ist ja ganze Küche im Bus. Ja. Echt geil. Ich dachte, du verlust der Knochendichte. Sehr gut, ja. Nein, ist gut gelaufen. Wir sind jetzt hier im jetzt schon legendären Remigrationsbus. Man sieht hier
Remigration, sogar von innen, ja, war richtig gut. Und ich muss echt sagen, also es ist mal, ich habe schon viele Zonen in Wien gehabt, ja, und im urbanen Raum und hier im ländlichen Raum, also die Leute sind einfach viel normaler, ist richtig angenehm, ja. Migranten waren auch nicht so viele da, oder sie haben einen Bogen um unser Zelt gemacht. Stimmt, ja. Ja, war eine geile Sache. Eine ist kommen an Migranten, was ist das? Das ist der Gegenwartsbildheimer. Das interkulturelle Kommunikation gescheitert in Oberösterreich, aber zumindest ehrlich. Ja, zumindest ehrlich. Nein, war genial. Auch richtig, richtig top, die Aktivisten sich die Zeit dafür genommen haben. Stefan, bester Mann, ja, der da richtig, richtig viel Arbeit reinsetzt. Jakob, der schon seit einer Woche eigentlich diesen Bus hier aufmotzt. Oder länger schon eigentlich. Länger schon mit dem T-Shirt sogar. Und wenn ihr vorbeikommen wollt, ihr findet die Tourdaten auf der, dem Telegram-Kanal von die Österreicher und ihr könnt die Tour auch unterstützen. Dieser Bus bringt, ich glaube, wahrscheinlich auf ein Kilometer 50 Euro Spritkosten, ne? Ja, einiges auf alle Fälle, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber es ist wert, es ist einfach wert, es ist ein richtig geil, dieser Bus. Ja. Und wenn ihr Glück habt, ne, dann rollt ihr vielleicht auch durch eure Stadt in Oberösterreich und bringt das Evangelium der Remigration in die letzten Winkel des Landes. Also, bis bald, kommt vorbei zu den Zonen und man sieht sich. Genau, also da waren wir gerade am Essen nach einer Zone. Man sieht, es gibt auch eine Küche. Dieser Bus, der ist natürlich nicht unser eigen, den hat unser Unterstützer zur Verfügung gestellt. Und das war ein ziemliches Glück, dass es den überhaupt gibt. Dadurch konnten wir dann diese Tour auch durchziehen, ohne dass wir wirklich ein Geldgrab schaffen, sozusagen. Ja. Es gab ja auch Berichterstattung. Schauen wir uns mal hier einen längeren Beitrag an von dem die Bürgerbewegung, die Österreicher, von dem Sender RRTV. Ja, schauen wir uns mal. Die haben ja auch darüber berichtet, über die Remigrationstour. Schauen wir uns den mal an. Ja. Durch Oberösterreich. Sie macht in zahlreichen Städten und Gemeinden Halt, um die Bevölkerung über die Ersetzungsmigration, Überfremdung und den Bevölkerungsaustausch zu informieren. Aus Sicht der Aktivisten ist Remigration die entscheidende politische Forderung, um nicht fremd im eigenen Land zu werden. Mittels Reisebus tourte die Bürgerbewegung die Österreicher unter dem Titel Remigrationstour durch Oberösterreich. Ja, Remigrationstour, ganz einfach. Der Begriff Remigration muss bekannter werden, weil wir Österreicher zur Minderheit im eigenen Land werden und weil es Parallelgesellschaften gibt, Bildung vor allem in den Großstädten, die langfristig unser Bevölkerungspotenzial ersetzen werden. Und aus diesem Grund, weil wir das nicht wollen, weil wir unsere Heimat lieben, deswegen wollen wir eine Remigrationspolitik, also eine Politik der Minuszuwanderung von Problemgruppen und langfristig auch eine Politik der Assimilation. Das heißt, dass Zuwanderer sich anpassen müssen und die, die sich nicht anpassen wollen, abwandern. Und das ist unsere Haltung. Remigration bedeutet im Grunde alle Maßnahmen, die notwendig sind, um den Bevölkerungsaustausch zu stoppen, der aktuell stattfindet. Um diesen zu stoppen, ist aus Sicht von Jakob Gunacker die Bevölkerung gefragt. Denn die Politik hat aus seiner Sicht versagt. Wir brauchen, und das ist auch unsere Aufgabe als Bürgerbewegung, die Österreicher, große Proteste, genauso wie bei den Corona-Maßnahmen, gegen diese Entwicklungen. Nur dann herrscht ein Druck, der auch der nötige Rückenwind sein kann für eine FPÖ und eine andere Partei, weil Wählerstimmen alleine reichen nicht. Einmal alle paar Jahre zur Wahlurne gehen, wird leider nicht den erwünschten Erfolg bringen. Deswegen gibt es auch uns, deswegen sind wir heute hier. Wir wollen das patriotische Potenzial in Österreich vernetzen. Wir wollen alle Patrioten zusammenbringen und als parteifreie Bürgerbewegung den nötigen Druck und auch unabhängig sein und den nötigen Druck auch auf die Parteien ausüben, der notwendig ist, damit diese Politik der Remigration umgesetzt wird und wir Österreicher unsere Heimat langfristig erhalten können und unsere Kinder eine Zukunft in diesem Land haben. Längst überfällig ist aus Sicht der Bürgerbewegung eine ordentliche Leitkultur für Österreich. Es gibt sehr viele, die gehören bereits zu unserem Land, aber es braucht eine klare Leitkultur, das heißt eine österreichische Leitkultur. Und wir haben jetzt kein Problem, wenn diese Leute hier sich sagen, wir sind Österreicher, wir sind loyal zu Österreich und nicht zu unserem Herkunftsland. Da muss man sich halt dann entscheiden. Es ist ganz einfach, weil wenn man eine Fußballmannschaft hat, wo die Leute ins eigene Tor schießen, ist das ein großes Problem, auch in Konflikt. Das ist ein super Beispiel. Fußballmannschaft die ganze Zeit Eigentor schießt. Ja, so, genau, ja. Das ist das. Ja, du wohnst in einem Land, du profitierst, bist offiziell Teil der Mannschaft,
aber du machst die ganze Zeit nur Eigentore oder mit Absicht Fehler, damit der Gegner gewinnt. So. Das ist ein super Beispiel. Genau, ja. Ja, deswegen ist Loyalität wichtiger, ja. Ich stelle immer die Loyalitätsfrage. Ich habe gestern im Stream, haben wir auch so über Assimilation gesprochen und sowas. Und für mich ist immer die Loyalitätsfrage ist eigentlich die entscheidende, weil du weißt ganz genau, es gibt richtige Islamisten, die an der Islamisierung arbeiten und die können die Sprache perfekt. Die zahlen Steuern oder studieren oder sonst was. Und das hilft uns alles nicht. Ja. Ja, das hilft uns alles nicht, diese Faktoren wie Sprache, Steuern zahlen und so weiter. Das ist eine rein funktionelle Integration, die halt nicht zu einer kulturellen Hegemonie führt. Ja. Genau. Szenarien etc. Das heißt, es braucht eine Leitkultur, man muss auch wieder stolz sein können auf sein Land, in den Schulen muss auch wieder ein positiver Grundtonus zur eigenen Kultur und zur eigenen Herkunft herrschen. Wenn jemand hier als Gast herkommt und straffällig wird, dann ist er sofort abzuschieben. Ich kann auch nicht irgendwo anders auf Besuch kommen in irgendein Haushalt und dort mich dann irgendwie aufführen und glauben, dass ich dann da bleiben kann. Das ist eine völlig Selbstverständlichkeit in unseren Augen und das sollte schon längst umgesetzt sein. Mehrere Städte und Gemeinden wurden im Zuge der Remigrationstour angesteuert. Obwohl die Mainstream-Medien aktuell den menschengemachten Klimawandel als die größte Bedrohung verkaufen, ist aus Sicht der Bürgerbewegung Die Österreicher das Thema Ersetzungsmigration, Überfremdung und der Bevölkerungsaustausch sehr wohl ein relevanter Punkt in der Bevölkerung, dem die Politik viel zu wenig Beachtung schenkt. Wir sind sehr gut empfangen worden. Das ist auch immer wieder sehr interessant, wenn man in die Medien schaut, glaubt man, das Hauptthema ist Klimawandel, aber dem ist nicht so. Wenn man auf der Straße steht, wirklich jetzt so wie wir, in 11 Gemeinden eine Woche lang, dann hat man eine sehr gute Übersicht, was die Leute denken und was die Leute, wo sie sich Sorgen machen. Und das ist nicht der Klimawandel, sondern es ist de facto der Bevölkerungsaustausch und die Islamisierung. Sie haben Angst, dass sie, ja, die Deutungshoheit verlieren in ihrem eigenen Land, die Kinder zur Minderheit in der eigenen Schulklasse werden, dass die Kultur sich verändert, dass die Kriminalität zunimmt und die Frauen sich nicht mehr sicher fühlen auf der Straße. Und der einfache Österreicher, der sieht das so wie wir, die wollen natürlich ihr Land behalten und nicht zur Minderheit im eigenen Land werden. Und das ist keine extremistische Meinung, so wie das auch uns immer vorgeworfen wird. Allerdings gab es im Zuge der Remigrationstour auch Gegenstimmen. In Wels beispielsweise stellte sich der grüne Stadtrat Thomas Rammersdorfer gegen den Bus der Aktivisten, um die angemeldete Versammlung zu stören. Aber auch in Steyr, dem letzten Tourstopp. Schaut euch diese selbstgefälligen Gesichter an. Schaut euch diese selbstgefälligen Gesichter an. Auch in Steyr, dem. Richtig so. Oh. Ich gehöre zu den Guten. Ich kämpfe hier im Antifaschismus. Ich habe zwar ein super Leben, mir geht's gut, es fehlt mir nichts, aber ich zeige hier, was für eine leidenschaftliche Kommunistin und Selbsthasserin ich bin. Ja, dieses selbstgefällige, ekelhafte Grinsen, boah, abartig. Im letzten Tourstopp sorgt er einen... Schaut euch den an. Schaut euch diese... Nicht angemeldete Demo von wenigen linken Aktivisten für kurze Aufregung. Also bei der Einfahrt durchs Stadttor gab es da eine kleine Gruppe an linken bis linksextremen Kräften, die sich da in den Weg stellen wollte. Die Polizei hat ihnen dann sehr schnell erklärt, dass das eine angemeldete Versammlung ist und dass sie nicht das Recht haben, da die Straße zu blockieren. Und der Bus hat die dann ganz vorsichtig... Sie fühlen sich dann wahrscheinlich so jung, so wie in alten Zeiten, als sie in den 80ern so als Kommunisten Steine auf Polizisten geworfen haben oder auf irgendwelche CSU- und FPÖ-Politiker und sowas. Ja. Weißt du, so wieder zurückerinnert an ihre alten kommunistischen Zeiten hier als gewalttätige Demonstranten in Deutschland und in Österreich. Wahnsinn. Oh Mann. Wie man so beiseite geschoben. Die Tour durch Oberösterreich war aus Sicht der Aktivisten ein voller Erfolg. Übrigens unter www.die-oesterreicher.at kann die im Zuge der Remigrationstour vorgestellte Petition »Keine Asylheime in unserem Oberösterreich« weiterhin unterstützt werden. Ja, super Beitrag auch hier von dem Privatsender RTV aktuell. Ich war ja auch bei denen
Boah, ich war, wann war das? Vor ein paar Monaten war ich da mal eingeladen in Oberösterreich. Die haben ja auch so eine Talk-Sendung und da haben wir drüber geredet. Sehr schön empfangen, super Sender, sehr nette Leute, sprechen Themen an, ja, die Mainstream-Medien komplett verschweigen das als Ja. Privatsender, werden auch unter Druck gesetzt von Ja. allen Seiten natürlich, ja, weil das will die österreichische Medienlandschaft natürlich nicht, dass so sachlich und neutral, die haben ja nicht irgendwie sich auf eure Seite gewirkt, sondern sie haben neutral, sachlich darüber berichtet, über eure Ja. Immigration. So läuft Berichterstattung. So Du sollte hast es eigentlich sein, Ja, ne? genau. Sie haben dich interviewt, du hast das gesagt. Das kann jetzt den Leuten gefallen oder nicht gefallen, aber das überlässt man dem Zuschauer. Und nicht, man muss es nicht einordnen. Ja, sie wollen ja alles immer eingeordnet. Ja, österreichische Medien, ORF oder in Deutschland, ARD, ZDF und die ganzen Müllsender, die hätten dann natürlich vorher Jakob Gunnacker, ein bekannter Rechtsextremist, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. 10 Minuten Einleitung. Bei Martin Sellner hätten sie gesagt, ja, bekannt mit Christchurch-Attentäter, bla bla bla, diese Geschichte aufgewärmt. Und dann erst die Einordnung, dass man genau weiß, und dann natürlich das Interview so geschnitten, dass keiner eure Aussagen versteht. Oder wo du dich vielleicht mal verhaspelt hast, dass man nur diesen Teil zeigt, um zu zeigen, ja, schau mal, der Trottel kann nicht reden und sowas. Das machen die ja auch gern so. Ja, es ist. Na, es Die ist echt manipulieren mit eine so viel Zeit. Frage. Hey, weißt du, auf wie vielen Ebenen sie manipulieren? Es gibt so viele Fotos von mir, wo ich schön lache, grinse. Und die Mainstream-Medien nehmen immer ein Foto, wo ich halt irgendwie so zufällig, du weißt, in der Momentaufnahme irgendwie so böse schaue. Und sie Ja. nehmen immer das Foto, wo ich böse schaue. Und die ganzen grinsenden, schönen, lächelnden Fotos tun sie weg und nehmen nur das eine Foto, was halt zufällig so Ja. war, wo ich halt komisch geschaut habe oder sowas. Schon da Das fängt die haben sie ja Manipulation. bei Strache auch konsequent gemacht und bei Kickl machen sie es immer noch. Ja. Und das ist so subtil, ja, das kriegen die Leute gar nicht mit, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Was hatten wir noch an Videos? Hier, sportlich seid ihr auch aktiv, wie ich gesehen habe. Ja, hier beim Morgensport auf der Immigrationstour. War Auch. natürlich notwendig, ja, weil du sitzt da die ganze Zeit in diesem Bus drinnen, ja, kannst dich halt kaum bewegen. Dann fährst du dann wieder, dann sitzt du wieder, dann fährst du wieder, dann sitzt du wieder. Irgendwann musst du dich bewegen, weil du bist verrückt. Ihr kennt das sicher von vielen Autofahren, Leute, die viel Auto fahren. Da steigt man einfach mal aus am Rastplatz und macht halt Liegestütz. Ja, klar, das ist Gehört dazu. Standard. Aber deine Ausführung ist sehr gut bei den Liegestützen, wie ich sehe. Ja, ich Wie war viele eigentlich ziemlich übermüllt. Liegestütze schaffst du? Boah, ich müsste zählen, ja. Mittlerweile eigentlich recht viele, also 30 wird schon gehen, 40 wahrscheinlich oder so. Aber das Ding war, während dieser gesamten Tour, warst du halt extrem im Stress. Also ich war da in dieser, gerade während ich das gemacht habe, erstens übermüdet, zweitens halb krank, ja, weil ich eigentlich nicht komplett gesund war, bevor ich da begonnen habe. Aber ich habe es einfach eiskalt durchgezogen, ja, und es war einfach richtig gut. Also ich glaube auch, wäre ich zu Hause geblieben, wäre ich wahrscheinlich wirklich im Bett gelegen die ganze Woche. So war ich halt höchst aktiv und habe das einfach verdrängt, ja. Also der Geist ist stärker als der Körper, man muss es nur halt dem Körper zeigen. Ja, man fällt schon nicht tot um, wenn man auch mal seinen Körper ein Ja, bisschen genau. überbeansprucht und so weiter. Da passiert schon nichts. Dann noch die Frage von Capitalism, kommt ihr nach Wels? Ich glaube, das ist auf die Remigrationstour bezogen. Wart ihr in Wels? Beziehungsweise Ja, wir waren auch. kannst du aufzählen, wo ihr alles wart? Puh, ja, also ich müsste jetzt die Liste rausholen. Es waren wirklich über 11, ja, es waren genau 11 Gemeinden. Begonnen hat es mit, ja, ich kann ja mal einige aufzählen, die mir jetzt einfallen, weil, wie gesagt, das ist jetzt Ja, auch jetzt schon natürlich wichtig, nur so länger. grob, so ungefähr. Ja, es waren 11 Gemeinden. Wir waren zum Beispiel in Steyr, wir waren in Vöcklabruck. Wir waren in Gmunden, wir waren, wo waren wir noch? Wir waren Wo eigentlich in, wir waren in war's am Alzheim, wir besten? waren,
Wo war es am besten und wo war es so am schlechtesten so? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, die beste Zone war eigentlich fast schon die letzte in Steyr. Da haben wir extrem viele Leute getroffen, die voll motiviert waren, die das richtig begeistert hat. Aber auch Gmunden war gut. Vöcklabruck war extrem gut. Da haben wir extrem viele Leute erreicht, die uns noch gar nicht gekannt haben. Wir haben auch hunderte Flugzettel verteilt, obwohl es massiv geregnet hat. Also da war so gerade so ein Bauernmarkt und das lief auch sehr gut. Also ich glaube, es gab nur einzelne Ausnahmen, wo weniger Andrang war. Aber teilweise gab es auch Schlangen vor unserem Zelt, wo Leute wirklich gewartet haben, 5 Minuten lang, damit sie halt unsere Petition unterzeichnen können. Ja. Weil wir haben so eine Petition gemacht gegen neue Asylheime und die Leute, die haben sich da teilweise wie beim Supermarkt angestellt. Das war richtig gut. Geil. Richtig gute Aktion. Ja, also wenn man euch unterstützen will oder die Kanäle, werden wir jetzt auch nochmal verlinken. Zum Beispiel euren Telegram-Kanal verlinke ich mal. Die Österreicher, ja, Telegram-Seite, seid ja aktiv, da erfährt man ja eigentlich alles so. Auf der Seite, die Österreicher, auf Telegram. Eine Homepage habt ihr auch, die Österreicher verlinke ich ja auch nochmal. Also an mit alle, gerade die aus Österreich, aber natürlich auch aus Deutschland. Wir haben darüber geredet, dass es da keinen Unterschied gibt, die sich für die Arbeit der Österreicher interessieren oder diese jungen Aktivisten, die wirklich sehr, sehr aktiv sind. Ich verfolge das ja schon seit Jahren, sehr, sehr aktiv sind. Und auch bei Brennpunktur haben wir auch zusammengearbeitet und arbeiten wir nach wie vor zusammen. Und es sind wirklich sehr aktive, furchtlose, mutige junge Aktivisten, sehr sympathisch auch, viel auch sehr gebildet, weiß ich mal, du siehst sofort so gut erzogen, weißt, es gibt ein Fundament, so, es sind nicht Leute so, die kommen mal und dann gehen sie wieder, sondern man merkt richtig, diese Leute sind komplett mit Herzblut bei der Sache und also wirklich top. Und ja, wer ihnen folgen will oder sie unterstützen will, der findet alles auf dem Telegram-Kanal, auf der Homepage. Und ja, also falls jemand von euch auch motiviert ist, mitzumachen, es gibt immer die Möglichkeit, unsere Bürgerbewegung steht im Grunde jedem offen, der unsere Ideale teilt. Und wir werden wahrscheinlich auch wieder eine Remigrationstour machen in einem anderen Bundesland. Da könnt ihr auch gern vorbeikommen und vor Ort uns unterstützen, ja. Viele fragen mich ja auch so, gerade so Jüngere, auch viele aus Österreich, so, ja, was kann ich machen, wo kann ich mich engagieren? Ja, hier zum Beispiel, geh zu die Österreicher, meld dich, stell dich vor, zeig, was du kannst und du wirst eine sinnvolle Aufgabe bekommen und kannst dich da engagieren, kannst dich beweisen und kannst so quasi Mehrwert für die Leute liefern und etwas für dein Land, für das Volk machen. Und auch wenn du ein Mischling bist oder nicht reinrassiger Österreicher, wirst du trotzdem dich dort melden können und trotzdem aktiv werden. Also das ist kein Kriterium, wie du es ja auch erklärt hast, Jakob. Ja, darum geht es ja, darum geht es gar nicht. Und ja, also auch wenn ihr Migrationshintergrund habt oder sonst was, ist gar kein Problem, meldet euch. Wenn ihr euch mit den Zielen identifizieren könnt, dann seid ihr auch herzlich willkommen. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es jetzt auch keine Fragen mehr gibt, dann würden wir langsam. Willst du irgendwas ankündigen, so irgendwie zukünftige Projekte oder sowas oder Werbung machen für irgendwas? Ja, also Projekte jetzt noch nicht konkret, weil wir jetzt noch keine Termine haben. Aber sobald es was gibt, könnt ihr es auf unseren Telegram-Kanal erfahren. Ich würde eher noch ein Schlusswort an alle Zuschauer tätigen wollen. Und zwar, wir haben jetzt ein gewisses Zeitfenster in Europa, wo sich der Wind ziemlich schnell drehen könnte, wenn die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sind. Und ich habe es auch gemerkt innerhalb von unserer Bewegung, dass es oft an einzelnen Personen hängt, wie viel eigentlich dadurch erreicht werden kann, wenn 1, 2, 3 mehr Personen da sind, die sich um Dinge kümmern. Und deswegen auch hier der Aufruf an alle Leute da draußen, die noch nicht Teil deiner Strukturen, unserer Strukturen oder von irgendwelchen anderen Gruppen sind, die aktiv diesen Wahnsinn bekämpfen und für eine positive neue Zukunft stehen.
werdet aktiv, meldet euch bei der jeweiligen Gruppierung und schaut, dass ihr wirklich was bewegt. Ihr könnt es auch als einzelne Person extrem viel bewegen und erreichen. Und ja, dann schaffen wir das auch gemeinsam. Es ist nämlich noch längst nicht verloren. Wir haben noch 10, maximal 15 Jahre Zeit. Und in dieser Zeit können wir gemeinsam diesen Wahnsinn ein Ende setzen und der ganzen Welt zeigen, wie es eigentlich gehen sollte und wie man eine friedliche und trotzdem kulturell vielfältige Welt aufbauen kann. Ja. Ja, sehr gutes Schlusswort. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, Jakob, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu Gast warst. Wir werden das sicher auch mal wiederholen, ja, wenn ihr irgendwelche neuen spektakulären Aktionen habt, ja, oder spätestens auf der nächsten Brennpunkt-Tour, Remigrationstour, wird man eh zusammenkommen. Wir sind ja auch momentan am Schauen, dass wir was Richtung Deutschland machen. Da haben wir eine Einladung von einer, von einem AfD-Politiker in Deutschland, Westdeutschland, dass wir da auch, beziehungsweise ihr die Remigrationstour dort macht oder Streifzug. Das wird so eine Mischung aus allem. Ja, da sind wir gerade dabei, das zu klären und zu organisieren. Und ja, viel Erfolg. Und wie gesagt, meine Empfehlung und mein Aufruf auch an alle, die da Interesse haben, die da interessiert sind, sich da zu engagieren bei den Österreichern oder sie zu unterstützen bei ihren Aktionen. Ja, sie machen wirklich top Arbeit. Und ja, vielen Dank nochmal, Jakob. Alles Gute dir. Und ja, danke auch an alle Zuschauer. Und ja, nächste Woche geht's weiter, vielleicht die Tage spontan auf TikTok, ja, vielleicht morgen, übermorgen gebe ich dann eh bei Telegram bekannt. Übrigens, ich habe das jetzt so eingeführt bei TikTok, dass wir nennen das Zerfetzung. Und das ist auch wieder so eher so österreichisch, weißt, kennst du ja so in Wien zum Beispiel, sagt man, komm, fetz mal sich in den Park und so weiter. Und so haben wir das jetzt so übernommen, dass wenn ich TikTok live gehe, dann ist das immer Zerfetzung. Zerfetzung von Moslems bei TikTok und so. Ja, also wir sehen den Einfluss des Österreichischen, des Wienerischen auch in der Arbeit hier. Ja, alle auch in Deutschland, alle kennen jetzt Zerfetzung, ja, die Bedeutung von Zerfetzung auf TikTok. Top. Ja, ihr von auch vielen Dank für die Einladung. Ja, ja. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, und ja, gerne auch wieder. Ich, wie gesagt, bin auch für einen Streifzug in Wien zu haben. Und genau, Streifzug müssen wir bald auf jeden Fall machen. Das klären wir, wann wir das machen. Das wird auf jeden Fall auch geil, ja. Top, machen wir das. Alles klar, dann allen einen schönen Abend noch, eine gute Nacht.